Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Heute mit der Bonus-Edition für die GOAT-Debatte. Ja, leider klappt es heute nicht mit der 8. Folge. Siebes und ich haben aber trotzdem gesagt, ey, wir wollen, dass die Montage schon so in diesem Feeling, in diesem Spirit bleiben. Und deswegen setze ich mich heute mal mit euch hin, um die legendäre Performance von Michael Jordan, die 55 Punkte in den NBA Finals 1993 einmal genauer anzugucken. Wir haben direkt gesehen, dass die Suns hier ein geiles Play gelaufen sind, um ihren Center bzw. Power Forward frei zu machen. Ich sag's direkt am Anfang, das ganze Video ist sehr Michael Jordan zentriert. Er hat jetzt den Ball und wir werden uns die ganze Zeit nur angucken, okay, wie bewegt sich Michael, was macht Michael, wie ist die Zone zugestellt und so weiter. Also darauf kommt's mir heute an. Ich hoffe, ihr habt Bock, so ein bisschen ja in die Nostalgie der NBA einzutauchen und wirklich auch zu gucken, okay, wie hat dieser Michael Jordan denn ein ganzes Spiel gespielt. So, wir sehen hier den Fastbreak der Bulls, da ist MJ jetzt gar nicht beteiligt. Jumper, BJ Armstrong. Und ja, ich versuche euch das Play-by-Play zu kommentieren. Also wir sehen Jordan gerade unterm Korb. Er chased hier. Wen chased er denn? Dan Marley müsste das sein, den er hier verteidigt. Jo, macht den zu. Ball geht in Post. Und jetzt haben wir gegen Cartwright und da war wohl ein Foul im Spiel. Ich werde das Ganze so machen, ihr werdet ein bisschen Ton hören von dem Spiel, ich werde euch leise den Ton einblenden. Bei mir kann ich jetzt gar keinen Ton gerade abspielen, zum einen, weil das einfach nicht geht vom Mikrofon her, weil das nicht checken würde, dass es den Spielsound ausblenden soll. Und zum anderen natürlich, weil die englischen Kommentatoren dann auf meinen Ohren wären und ich nicht gleichzeitig Englisch hören kann und Deutsch sprechen kann. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. MJ hat den Ball. Und es ist, wie ich gesagt habe, er sucht eigentlich immer erstmal den Pass. Er geht sehr gerne in den Low Post oder in den High Post. Das ist mir aufgefallen, was heutzutage total ungewöhnlich war. Gewöhnlich ist, schöner Dank hier von Horace Grant, der übrigens total underrated ist, was ich so mitbekommen habe jetzt in den letzten Michael Jordan Spielen, die ich mir reingezogen habe, Chicago Bulls Spiele. Da habe ich echt gemerkt, Alter, was für eine Waffe war Horace Grant eigentlich. Ja, MJ hier wieder in der Defense, wieder gegen Marley. Und diesmal intercepten sie den Pass fast. In die Fresse. In die Fresse von Pippen. Das war Dumas, heißt der, glaube ich. Dumas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Typ soll relativ krass gewesen sein. Schöner Midranger hier von MJ, der auch direkt reingeht. Also wie gesagt, uns erwartet hier eine 55-Punkte-Performance und ich bin gespannt, ob das in die Richtung geht, wie ich es in meinem anderen Video schon angekündigt hatte, dass Michael Jordan einfach sehr, sehr leise scored, dass man das gar nicht richtig mitbekommt, wenn er 55 Punkte scored. Also ich habe mir das angeschaut gegen Miami, da hatte er 56 Punkte und ich habe es echt kaum mitbekommen. So hier der Layup ging daneben, aber Horace Grant war da. Ja, ihr könnt zu dem Thema auch gerne mal Vorschläge machen. Wenn ich sowas öfter machen soll, dann sagt mir da gerne Bescheid. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, einen kompletten Spieler nur zu analysieren. Also wir haben das zwar schon gemacht, dass ich Spiele kommentiere, aber dass ich jetzt wirklich die ganze Zeit Play-by-Play bei einem Typen bin, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Schönes Deny hier von MJ. Und ja, geil verteidigt. Das war einfach stark verteidigt. So, die 24 Sekunden Uhr war auch abgelaufen und Das war super verteidigt. Also da muss ich echt gestehen, dass MJ zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe von seiner Defense, wirklich einen Schritt vor LeBron ist. Und Siebes, falls du das hier hören solltest, du kannst es nicht gegen mich verwenden in den nächsten GOAT-Debatten. Was ich hier sage heute, ist nicht für die GOAT-Debatten. Darf man nicht als Argument verwenden, aber ich will es halt einfach mal ehrlich kommentieren. Und hier schöner Midranger wieder. Und da direkt zurückgehustelt, direkt nicht den Ball gestealt, aber halt, dass er einfach sofort zurücksprintet, sofort versucht, wieder auf den Steal zu gehen. Ich finde es beeindruckend, was er für einen Motor hat. So, er geht auf die Weak Side diesmal, hat die Possession sozusagen pausiert, hat gesagt, yo, Horace Grant, mach du. Hier kommt mal Charles Barkley, wir haben noch nicht so viel von ihm gesehen. Und da hat MJ gerade auch wieder den Wurf contestet. Also das finde ich sehr interessant, wie er echt halt jeden Wurf contestet.
Das ist bei LeBron dann doch nicht mehr so häufig der Fall. Klar, wir reden hier von einem Finals-Game, wo es wirklich um was geht. Und normalerweise bei den Cavs-Spielen oder bei den Lakers-Spielen jetzt momentan, da geht es halt noch um nichts. Ja, die Suns eigentlich ein sehr starkes Team. Ich habe vorhin nachgelesen, beziehungsweise jemand hatte das, glaube ich, einfach bei Reddit kommentiert oder ich weiß gar nicht mehr wo genau. Jedenfalls ging es darum, dass Kevin Johnson wohl nicht die besten Finals hatte, was ein bisschen schade ist, weil er ein sehr guter Point Guard damals war und einer der wenigen Point Guards, die auch wirklich krass athletisch waren. Also ich kenne den schon seit ich ein Kind war von, ich glaube die, oh geiler Up and Under von Pippen, ich glaube die DVD hieß NBA Dunks und da gab es so eine History Section oder das war im zweiten und auf jeden Fall ging es da auch um Point Guards und da war Kevin Johnson aus den 90ern ganz oben dabei. Ein geiler Move hier von Chuck, aber was pfeift er? Er pfeift gar nichts. gibt er ihm Tee dafür? Da bin ich jetzt gespannt. Ja, schwierig natürlich auch für mich hier. Also die 90er sind halt echt der Tod, wenn es darum geht zu erfahren, wie viel Fouls hat ein Spieler, wie viele Minuten sind noch auf der Uhr und vor allem wie steht's. Das ist schon verdammt, verdammt schwierig zu erkennen. Okay, da wird's eingeblendet. 12-10 für die Bulls. Und ich schätze mal, nachdem sie dieses Play hier jetzt so oft zeigen, dass er hier wahrscheinlich doch, ja, sieht aus wie ein Tee, ne? Gibt er ihm jetzt einen Tee? Hat er kein Handzeichen dafür? Ah doch, okay. Da war's. Technisches Foul. Charles Barkley ist jetzt nicht so so überraschend. Und der Ref hat wohl schon History. Wer war das hier? Scottie Pippen? War das Scottie? Und er ejected ihn sogar. Ja, dann wird sich der gute Mann heute wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten. So, wo ist MJ? MJ ist wieder unterm Korb, beziehungsweise jetzt auf dem linken Flügel von uns aus gesehen. Geht direkt ab für den Fastbreak, aber es ist wieder ein Foul. Alter, ist das zäh am Anfang hier. Kommt ja gar nichts richtig ins Laufen. Ich denke, dass das Spiel ohne Overtime ist. Also Jordan macht seine 55 Punkte hier ohne Overtime, was natürlich beeindruckend ist. So, er ist auf dem linken Flügel. Läuft hier am Pick vorbei und holt ihn sich da, wo er ihn gerne hat. Normalerweise nimmt er jetzt von da den Fadeaway. Jetzt wird er aber gedoppelt, spielt ihn runter und dann geht's auf den Dreier, aber doch nicht. Und da nimmt er einen langen Zweier. Offensive Rebound. Und MJ hat ihn wieder, kann es neu aufbauen. Gegen Kevin Johnson hat er auf jeden Fall den größten Vorteil. Also eigentlich spielt er den jetzt in den Post und cuttet vorbei. Genau das passiert auch. Oh, und wieder Horace Grant, Alter. Also das meine ich, der ist so ein Hustler unterm Brett, der Typ. Oh, MJ wieder auf der Weak Side gerade in der Defense. Ziemlich weit abgeschlagen. Schaut sich das alles an, weil er Dan Marley komplett ignoriert. Hat ihn jetzt auch fast verloren. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, das war MJs Schuld, dass der Pass da noch hingegangen ist. Aber er hat ihn auf jeden Fall sehr lasch verteidigt. BJ Armstrong mit dem Layup. Kann man mal machen. Damit müssten die Bulls jetzt noch weiter in Führung gegangen sein. Genau 16-10. Fuck, Alter. Ich hätte es sogar fast getippt. Habe mich dann aber doch nicht getraut, weil ich dachte, ah, bestimmt hast du irgendwie einen Suns-Punkt vergessen. So. Oh, der war mies. Der war mies von Horace Grant. Aber sowas passiert. Ist uns allen schon passiert. Digga, der Cartwright hat den ugliesten Wurf ever, Gott sei Dank. Boah, was eine Aktion auch, ne? Also das hat fast schon, das hat mich jetzt stark an Sean Kemp erinnert, wer den noch kennt aus den 90er Jahren. Phil Jackson, damals noch sehr, sehr jung. War ja laut eigenen Aussagen, also ja, immer wenn verglichen wird, zwischen Kobe und MJ, dann wird natürlich Phil Jackson gefragt, weil er beide gecoacht hat. Und dann sagt er auch immer, ey, das war allgemein eine komplett andere Dynamik, weil zwischen mir und Michael, das war eher so eine Freundschaft und eine Bruderschaft, also weil wir halt nicht so weit auseinander waren vom Alter her und
ja, sie sich halt auch erst kennengelernt haben, als Michael halt schon ein bisschen älter war. Und bei Kobe war es eben genau anders. Kobe kam halt mit 17, 18 in die NBA und wurde dann eben von Phil Jackson einfach mal gecoacht. Und der hat ihn einfach eher gesehen wie so ein Sohn, also wie so ein kleines Kind. Und allein daher ist die Beziehung zwischen denen schon immer unterschiedlich gewesen. Jo, die Bulls hier mit blöden, sloppy Plays, also zwei dumme Turnover hintereinander. Jetzt bin ich gespannt, was gepfiffen wurde. Es wird Suns Ball gepfiffen, also das geht gar nicht. Zwei richtig dumme Turnover, der da war komplett vermeidbar. Also keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Schöner Behind the Back war das auch. Sehen wir jetzt nicht. Ich hab's ja schon gesagt, ne? Also der Anfang ist leicht zäh und das bewahrheitet sich hier gerade. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es am Anfang nur Faulen ist und nur Turnover. Aber gut, ich finde es dann immer total spannend, wenn du eh schon weißt, okay, der Typ macht heute 55 Punkte, dass du dann eben siehst, so, boah, krass, im ersten Viertel bisher in 8 Minuten hat er 2 Punkte gemacht. So, das heißt, er macht jetzt 53 eigentlich in 3 Vierteln. Sowas finde ich persönlich immer extrem spannend. Die Bulls hier gut mit den Fast Breaks, das ist mir eh aufgefallen, dass sie das eigentlich sehr gut gemacht haben zu der Zeit damals. Also sie waren defensiv sehr stark und haben dann eben viele, viele Fast Breaks gelaufen, weil sie eben auch so athletisch waren. Jetzt hat MJ mal wieder den Ball, attackiert auch direkt, wird gefoult. Das war ein ganz simples Play. Die Defense hatte sich noch nicht richtig aufgestellt. MJ hat das ausgenutzt, wusste, wenn er jetzt in die Zone zieht, dann haben die anderen keine Verteidigungsposition, kommen zu spät und können ihn dann nur noch faulen. Also das sieht er direkt. Ja, und dann können sie nichts machen, weil wenn sie nicht ihm auf den Arm hauen, dann geht er einfach hoch und macht das Ding. Und deswegen müssen sie ihm halt auf den Arm schlagen. Ja, was natürlich hoffentlich euch auch schon aufgefallen ist, die Zone, das ist halt das, was ich eben angesprochen habe in diesem ganzen Talk über die Ära. Die Zone ist halt wirklich viel zugestellter als heutzutage. Also achtet jetzt vielleicht auch mal drauf, wer steht denn überhaupt, das ist übrigens die Presse von den Bulls, die immer sehr gut funktioniert, wie man hier auch sieht, wer steht denn wirklich an der Dreierlinie? Also die Leute nehmen echt hochprozentige Würfe, so MJ hätte den Dreier da, ah ne, das war nicht MJ, sorry. MJ ist da an seiner Lieblingsposition und swischt das Ding auch rein. Aber da oben gerade, als Bill Cartwright den Ball gefangen hat, so ein Center heute, der würde auf jeden Fall überlegen, ob er den Dreier nimmt. Und damals war das halt überhaupt keine Option, das gab es einfach nicht, dass ein Center einen Dreier nimmt. Schönes Deny hier von Pippen. Also ich weiß nicht, jeder, der vielleicht schon mal Basketball gespielt hat, für mich war Defense spielen und gerade so Deny spielen, dein Gegner sozusagen davon zumachen, dass er überhaupt den Ball bekommt. Für mich war das immer so ein Ding, damit habe ich, nices Ding von Pippen hier, damit habe ich immer, also ich war da immer sehr motiviert da drauf. Also ich habe das einfach extrem gerne gemacht, wenn ich gewusst habe, okay, ich verteidige sowieso einen gefährlichen Scorer auf der Flügelposition zum Beispiel oder manchmal sogar im Post. Das ist einfach stark von MJ. So, er nutzt seine Größe aus, da kommt sogar das Double Team, aber seine Fundamentals sind so flawless. Und hier kommt nochmal der Pippen-Dunk. Genau, also ich wollte sagen, ich bin da richtig motiviert, einfach so einen Spieler aus dem Game zu nehmen. Also für mich macht das genauso viel Spaß, wie wenn du vorne einen Layup machst oder wenn du irgendwie einen geilen Pass spielst. Es ist genauso geil, wenn die andere Mannschaft einen guten Scorer hat und du einfach nur durch deine defensive Präsenz, einfach, dass du sagst, ich gehe ins Deny, einfach, dass du es dadurch halt hinbekommst, dass dein Gegenspieler den Ball nicht bekommt. Sowas feiere ich total. Und das sehe ich auch sehr stark bei MJ und Pippen eben. Die beiden wurden damals auch die Pitbulls genannt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und gerade zu dieser Zeit, so 93 und Anfang der 90er, wo MJ halt noch Prime Athletic MJ war, da kannst du eigentlich, wenn er wirklich dich verteidigen will, und das Ding ist, er will dich immer verteidigen und manchmal will er dich einfach nur zerstören, so wie gerade hier mit Marley, dass er ihn nicht mal einen Ball kommen lässt, dann waren Pippen und MJ wirklich wie Pitbulls. Also achtet mal auf diese Zonenpresse, auf diese Mannpresse hier. Gebt euch das, wie gut es verteidigt ist, Alter. Das ist so schwierig, das kostet so viel Energie, da jetzt erstmal nach vorne zu kommen. Und jetzt zieht ihr die Zone rein. So, die Zone, da sind so viele Leute, die aushelfen können. Trotzdem macht Kevin Johnson den Layup.
Also wie gesagt, der Kommentar vorhin, der war nicht von mir, sondern einfach habe ich aufgeschnappt. Jordan ist jetzt wieder auf der Weak Side, geht wieder da oben auf den Post und wieder ist der Jumper diesmal nicht drin. So, und jetzt... Digga, war das Tom Chambers? Tom Chambers ist so ein Biest, Alter. Das denkt sich kein Mensch, aber jeder, der nicht weiß, wie Tom Chambers slammen kann, dann sucht mal, also erstmal, wie easy er da hochgeht und einfach fast Pippen und Michael, Alter, das wäre das Poster des Jahrtausends. Boah, der war auch schon drin, Alter, mies. Naja, jedenfalls YouTube mal Tom Chambers, Mark Jackson, Dank. Und dann wisst ihr, was abgeht. Der Typ war den einfach... der springt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr ihn da gerade seht, aber der springt einfach und ist am Ende mit seiner Stirn auf Ringniveau und stopft das Ding so brutal im Fastbreak über Mark Jackson. Das ist echt heftig. Auch ein Riesentyp, ich weiß gar nicht genau, wie groß er ist, aber ich dachte damals, als ich diesen Dunk immer gesehen habe, dachte ich so, ja okay, der ist so 1,98 oder so. Aber der spielt ja Center, also der muss schon seine Größe haben. So, wo haben wir MJ? MJ wieder auf der Weak Side. Der Ball geht erstmal in den Post, weil sie natürlich den hochprozentigen Schuss von Bill Cartwright wollen am Zonenrand. Jetzt bin ich gespannt, ob es Freiwürfe gibt und wir den hässlichen Bill Cartwright Freiwurf sehen. Also er, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Bulls-Jahre verfolgt, aber Bill Cartwright ist für mich echt so ein Typ. Ah, da hätte den Pass eigentlich spielen können. Bill Cartwright ist für mich echt so ein Typ, der einfach nur groß war und damals eben gezockt hat. Also der Typ hat halt so einen Minuswurf, dagegen hat Ben Simmons ja sogar einen Wurf. Score ist 25-20 für die Chicago Bulls. Ich mache mir hier... Ja, geile Quoten auch und das meine ich halt. Also damals wurde er halt so hochprozentig geworfen, weil die eben die ganze Zeit versucht haben, in der Zone zu scoren, über die Center zu scoren, über einen Cut, über einen Layup, was auch immer. Und ja, jetzt sehen wir hier das Play. Jetzt bin ich gespannt, wie das Play ist. Scotty bekommt den Ball, kann dann reinziehen. Ach so, weil die Defense wahrscheinlich so fokussiert auf MJ war. Also Pippen kann da natürlich diese Lücken sich erschließen. Ich mach mal ganz kurz was, weil jetzt scheinbar gerade ein bisschen Pause ist im Game. Ich will mal einmal gucken, wie Scottie Pippen gespielt hat in den 2 oder 1,5 Jahren, als MJ nicht bei den Bulls war. Ich weiß, dass er da gute Zahlen aufgelegt hat. Ja, 93-94 hat er nämlich 22 Punkte gemacht und in der nächsten Saison auch 21 Punkte und dann ist es wieder gedroppt. Also seine besten Scoring-Performances hatte er tatsächlich, als MJ nicht da war. Also und das ist wieder der klassische MJ gegen drei Leute und er macht das Ding rein. Und das sind nur Fundamentals. Das ist keine... Okay, man könnte jetzt argumentieren, dass kein Mensch von der Athletik her so hoch springen kann beim Jumpshot. Aber das würde ich nicht mal sagen, sondern einfach, wie er sich frei macht, wie er dann durch seinen Körper, durch die Drehung, die brauchbare Distanz sich schnappt, kreiert und dann einfach dieses Ding reinswischt gegen drei Leute. Das ist schon mega beeindruckend. Und ich denke auch, wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue, man hat einfach das Gefühl, wenn ein MJ eben so viel scored, bekommt man einfach das Gefühl, dass der Typ irgendwie die ganze Zeit präsent ist auf dem Feld. Und bei einem LeBron zum Beispiel, um jetzt immer mal wieder auch den Vergleich zu bringen, bei einem LeBron kommt es mir eher so vor, dass man oft auch einfach 3, 4 Plays sozusagen nichts von ihm mitbekommt. Das liegt aber einfach daran, so der Ball geht wieder auf Bill Cartwright, MJ cuttet. Pick und jetzt wurde nix. Ja, Mist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das passiert leider manchmal beim Kommentieren. Das ist nicht das Leichteste auf der Welt. Das hat MJ schlecht gemacht. Da hat er eigentlich gesehen, dass hier unser Center oder unser Power Forward, ich kenne seinen Namen gar nicht, dass der eigentlich zugestellt ist und hat er trotzdem versucht zu passen. So, 40 Sekunden noch. Barkley bisher auch mit einem soliden Spiel.
Wollte dann sogar auf den Stil gehen, hat er nicht mehr gemacht. 38 Sekunden noch. Und der Ball geht auf MJ, weil er einfach gerade heiß ist und der ist wieder Money. Also was ist seine Wurfquote jetzt in dem ersten Viertel? Also gefühlt 6 von 7 oder so. Ja, und guck, wann sehen wir jemals so eine Defense in der heutigen NBA? Wann wird überhaupt noch Mann-Mann gepresst heute in der NBA? Das ist auch was, das haben wir gemacht, als ich so in der U14 und U16 war. Nice. Das haben wir gemacht, als ich so in der U14 und U16 war, da haben wir immer Mannpresse gespielt und du zerstörst deine Gegner damit so krass, weil die keine Ahnung haben, wie sie dagegen spielen sollen. Die werden so schnell müde, die dribbeln sich dauernd auf den Fuß, die fucken sich richtig darauf ab und deshalb verstehe ich eigentlich nicht, warum wir in der heutigen NBA nicht einfach mehr Mannpresse sehen. Ja, scheint hier ein Gerangel zu geben. Oh, ja, Kevin Johnson gegen BJ Armstrong. Lässt sich hier auch nichts gefallen, zu Recht. Also Kevin Johnson hat ja damit angefangen und BJ Armstrong sagt halt nicht mit mir. Was man auch immer, finde ich, beobachten kann bei Point Guards, einfach weil sie eben die kleineren Spieler sind, weil sie eben eigentlich sozusagen den körperlichen Nachteil haben. Du findest selten einen wacken Point Guard, in der heutigen NBA sowieso nicht mehr, und du findest eigentlich nie einen Point Guard, den man jetzt irgendwie als weich bezeichnen könnte oder jemand, wo du sagst, so, boah, das ist voll der Waschlappen, sondern das sind immer Typen, die wirklich dickköpfig sind, die hart sind, die was einstecken können und die sich einfach nichts gefallen lassen. Also guck da drauf, so, ihr slappt ihn und bam, Alter, direkt, fuck off, Digga, you're not pushing me. Wo haben wir den guten MJ? Ich finde es interessant, dass er Dan Marley guardet. Das geht vielleicht auch in die Richtung, dass er einfach chillen will. Weil also Dan Marley ist für mich jetzt nicht der krasse Spieler, der unbedingt zugemacht werden muss. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass MJ... Ja, eigentlich hätte Kevin Johnson verteidigen müssen, aber dann wäre für BJ Armstrong wär's dann auch tricky. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass sein Defense-Gegenspieler ein bisschen eine schwerere Challenge für ihn wäre, weil er ist einfach so viel schneller als Dan Marley. Ich glaube, dass Marley ein bisschen größer sein dürfte, aber jetzt auch nicht groß viel. Gibt euch die Schuhe. Ja, Chuck war schon heftig. Also Siebers, falls du bis hier geguckt hast, Chuck war ein Biest, Alter. Du kannst nicht sagen, dass Chuck nicht krass war. Du kannst nicht sagen, dass Kevin Johnson und Dan Marley nicht krass waren. Wieder die Presse oder zumindest sehr enge Mannverteidigung. Jetzt haben wir MJ mal gegen Kevin Johnson. Das finde ich ganz cool. Ja, weil John Paxson jetzt auch drin ist und Paxson wahrscheinlich gegen Marley steht. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen Bildprobleme. Das fuckt hier ein bisschen ab. Aber da ist es schon wieder. MJ gegen Marley. Der müsste auch Butter sein. Der ist aber nicht Butter. Aber dann sind die Bulls, also das Ding ist aus, die sind relativ lang und groß im Vergleich zu den Suns und kommen dadurch eigentlich sehr gut auch an die Rebounds. Super schlechte Defense hier, da gab es ein Misunderstanding. Und gut gesehen von Chuck, dass da unterm Korb komplett frei war. 31-31. Jetzt geht's ab. Ja, Cartwright kann da eigentlich gar nichts machen. Wobei es gar nicht Cartwright war. Mein Fehler an der Stelle. Aber ich war auch abgelenkt von dem Jordan Drive. Den ich jetzt gerne nochmal sehen will. Ja, der kommt halt athletisch nicht mit, Dan Marley. Und dann macht Jordan das sogar geschickt, weil er über seine rechte Seite geht. Hätte er ihn links abgeschlossen, dann hätte er keinen Foul bekommen. Aber dadurch, dass er ihn rechts macht, können die anderen Verteidiger gar nichts anderes machen, als seinen Arm irgendwie zu streifen. Und dadurch hat er sich das Foul geholt. Das war nix, Bro. Aber der Ball bleibt bei den Suns.
Ich glaube einfach, jetzt müsste Chuck eben mal wieder was machen, genau. Er backt ihn einfach so lange down und jetzt doppeln sie ihn. Alter, das muss angesagt werden. Wie kann das nicht angesagt werden von seinen Teammates? Wie wack war das denn? Und MJ ist im totalen Scoring-Mode. Also ich habe ihn jetzt bisher zweimal verwerfen sehen und er hat jetzt locker schon 16 Punkte oder so. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. So, und halt wie gesagt, gerade das Double-Team im Post, so, das müssen dir deine Mitspieler ansagen. Das kann nicht sein, dass ihm von hinten der Ball gestealt wird und es keiner angesagt hat. Ja, ich denke, MJ ist jetzt heiß, gibt den Ball gerade auch nicht mehr gerne her. Ah, das war ein super schlechter Pass. Ja. Also irgendwie, die Bulls kommen mir so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen überheblich, aber ein bisschen zu entspannt vor. Vor allem mit ihren Pässen, während die Suns einfach so auf alles geiern und hungern, weil sie meiner Meinung nach das talentmäßig gerade nicht matchen können. Also MJ ist einfach eine Nummer zu groß und Chuck hat noch nicht so gut ins Spiel gefunden. Das ist halt einfach pure athletische Dominanz. Ich komme an dir vorbei, you can't, also du kannst mich einfach nicht verteidigen. Ja, und das war dann dumm wie nochmal was. Und der Easy Dunk für Charles Barkley. 35-35 und noch 9 Minuten zu spielen im zweiten Viertel. 7 von 11, 15 Punkte. Okay, war ich nah dran. Also 16 Punkte hatte ich gesagt und ich dachte, er hätte erst zweimal verworfen, waren aber doch jetzt schon 4 Fehlwürfe dann. Und wenn er 7 von 11 ist, ja, jetzt bin ich kurz leise. Ja, also bei solchen Momenten mache ich jetzt dann einfach den Mund zu, damit ihr das hören könnt. Wie gesagt, ich kann es leider nicht hören. Wieder nice. Alter, der Slash durch diese Defense, das ist auch einfach, weil Dan Marley ihn null halten kann. Also ich verstehe nicht, warum du nicht einen athletischeren Wing gegen Jordan stellst, weil das ist ja, der kann ja jedes Mal zum Korb ziehen. Das ist ja easy money, jedes Mal. Ist das, nee, das war der nicht. Okay, wir müssen gleich mal schauen, ob diese Person im Game ist. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, er bewegt sich so. Jordan wieder gescored, krass. Ja, und jetzt kommt Kevin Johnson, damit er ihn mal verteidigt anständig. MJ weiß es natürlich, greift wieder an, attackiert wieder, Digga. Aber der ist schon ein Mutant im Scoring, wirklich. Der ist so dynamisch, den kannst du so krass nicht verteidigen, wie er zum Korb geht, wie er sich durchschlängelt und dann trotzdem noch so springen kann. Einfach auch den perfekten Körper damals für Basketball, so 1,98 groß, keine Ahnung wie viel Kilo, wahrscheinlich 98 Kilo auch genau, reine Muskelmasse, reine Athletik. Ist schon Wahnsinn, ist sehr beeindruckend. Eine Sache zu MJs Freiwürfen und ich glaube Kobe hatte das nicht, aber MJ hat es. Achtet mal drauf, wie MJ nicht auf den Korb schaut, bevor er wirft. Das finde ich total merkwürdig und dann geht er relativ schnell hoch mit der Bewegung. Mal gucken, ob die das hier einfangen. Okay, nee, diesmal kam es gar nicht so krass rüber. Also ich habe immer das Gefühl, der dribbelt und dribbelt und guckt dabei auf den Boden, nimmt dann sofort den Ball hoch und wirft ihn. Und das wundert mich dann doch immer stark, weil das, also ich hätte dann keinen Rhythmus so. Ich wüsste dann nicht, also ich wüsste schon, wo der Korb ist, aber also ich gucke zum Beispiel schon während ich dribbel, während ich meine Freiwürfe mache und da so die Dribbling-Routine halt habe, sogar währenddessen gucke ich schon auf den Korb, weil ich einfach irgendwie den Ring anvisier. Und MJ macht es gar nicht. Das verwundert mich so ein bisschen. Also sie verteidigen Chuck, würde ich mal sagen, relativ hart. Er kommt nicht wirklich an leichte Punkte. Wenn er im Post ist, dann wird er einfach gedoppelt. Wenn er mal unten frei ist, wird er sofort gehackt. Die haben es schon auf ihn abgesehen. Natürlich auch
weil er einfach mit Abstand der beste Spieler ist. Ich glaube, dass er in diesem Jahr auch MVP wurde. Wenn nicht, dann wurde er im Jahr davor der MVP. Und das ist auf jeden Fall Prime Chuck, den wir hier sehen. Okay, es ist doch Danny Ainge. Ich wusste nicht mehr, dass Danny Ainge bei diesem Suns-Team damals gespielt hat. Das hatte ich echt nicht mehr im Kopf. Aber ich habe ihn da auf dem Court gesehen und dachte dauernd so, ey, die Bewegungen, die kennst du doch. War mir aber nicht ganz sicher, wollte mich nicht blamieren. So, Jordan jetzt wieder gegen Kevin Johnson. Jetzt haben sie wieder den athletischeren Wing gegen ihn gestellt. Eigentlich ein Point Guard, aber er hat halt das krasse Größen... Wow. Er hat halt das krasse Größen-Mismatch und dann killt dich MJ ja dadurch. Also das ist schon sehr beeindruckend. Wie ist Dumas gerade aufgestanden? Schau, er weiß, okay, gegen ihn kann ich... Gegen Marley ist er die ganze Zeit gezogen, weil es gegen ihn zu werfen schwieriger ist, weil Marley durch seine Größe das Ding challengen kann. Deshalb ist MJ da in die Zone gezogen, hat das Ding per Layup oder Dunk abgeschlossen. Und jetzt gegen Kevin Johnson nimmt er ihn einfach im Post, Turnaround, Fadeaway Jumper. Er weiß, er kreiert durch die Drehung genug Distanz und durch seinen Jumper einfach genug Höhe, dass Kevin Johnson da überhaupt nicht mehr drankommt. Geil, wirklich geil. Also macht Spaß zuzugucken. Ist vielleicht auch nicht für jedermann was, ein Spiel zu gucken oder ein Spiel zu kommentieren, wo man überhaupt schon das Ergebnis kennt, wo man genau weiß, was passiert. Aber ich finde es mega spannend, einfach als Analyse des Scoring-Verhaltens. Jetzt ist er mal auf der Weak-Side, chillt so ein bisschen. Jetzt war aber auch ein Foul, wenn ich das richtig sehe. Und da dürfte Tom Chambers wieder ins Game kommen. Der Typ da, dieser Ballboy, sieht aus wie Michael Jordan als Kind. Ja, jetzt geht er aber wieder. Gegen wen spielt er denn diesmal? Ich habe den Verteidiger jetzt gar nicht im Blick. War das Dumas? Dumas, ja. Also über ihn habe ich vorhin auch gelesen, dass er damals wohl ein ziemlich... Schau dir das Handshaking an. Dass er damals ein ziemlich krasser... Verteidiger gewesen sein soll. Und jetzt haben sie den eben gegen MJ. Und das habe ich halt gemeint, aber da ist er auch schlauer. Das ist so krass, wie er gerade wirklich vor unseren Augen gegen drei verschiedene Verteidigertypen jedes Mal das richtige Play gemacht hat. Das ist der Wahnsinn. Also guckt euch das an, wie er weiß, dass er an ihm vorbeigehen will. Guck, wie er rechts da... Und er hat sofort gemerkt, okay, der reacht nach dem Ball und ich drehe mich sofort weg. Da kann ich es dann auch verstehen, dass man mit der Zeit einfach ratlos wird, wenn dieser Typ hier die ganze Zeit gegen dich scored und du halt nichts machen kannst. So egal, welchen Verteidiger du ihm entgegenwirfst, er zerlegt ihn halt. Das ist schon krass. Wieder die geile Presse von den Bulls. Und da müssen die Suns halt so arbeiten und dadurch dauert es so lange, bis der Ball zu Charles Barkley gehen kann. Jetzt hat er ihn, Offensive Rebound, okay. Heutzutage wäre das jetzt ein Dreier gewesen vom Logo von Trae Young. So, Chuck kann er den. MJ hier mit dem Save. Versucht das Save. Hat den Ref geprellt, entschuldigt sich nicht mal. Das ist auf jeden Fall Boss. So, guck nochmal, wie er den Ref hier einfach weghaut. Ja, der muss auch da hoch. Und danach hat er sich nicht bei ihm entschuldigt. Geile Sache. So, 45 zu 41. Jetzt sehen wir hier noch ein paar MJ-Highlights. Das hier ist gegen Kevin Johnson. Wie gesagt, den nimmt er einfach in Post und dann Turnaround und da kann er nichts machen, weil er zu klein ist. Ah, das war sogar ein Play, wo er daneben geworfen hat. So, hier ist er bei Dan Marley. Da kann er einfach vorbeigehen, weil er eben schneller ist. Und wie gesagt, das Play danach gegen Dumas, da ist er halt, hat er ihn einfach alt aussehen lassen, indem er an ihm vorbeigezogen ist, als der gereached hat. MJ verteidigt weiterhin Dan Marley.
Das ist natürlich entspannt, weil er sich da halt echt ein bisschen ausruhen kann in der Defense. Du hast halt auch noch Scottie Pippen mit auf dem Feld und die anderen Bulls-Spieler, die jetzt auch keine Trottel sind in der Verteidigung. Und dann ist es halt ganz entspannt, wenn du mal ja ein bisschen chillen kannst. So wieder gegen Kevin Johnson. Mal gucken, ob die Suns jetzt vielleicht doppeln. Nee, sie spielen sogar... Also wenn der jetzt auch noch rein wäre. Ich meine, das ganze Ding ist so schon beeindruckend, aber halt... Wie MJ auch die ganze Zeit kontinuierlich wirklich scored. Das ist einfach krass. Und sie suchen ihn, weil sie wissen, er hat das Matchup. Den musst du nehmen, Scotty. Und, nee. Ja gut, in der heutigen NBA wäre das wahrscheinlich ein wesentlich sichererer Dreier gewesen. Interessant auch, wenn ihr euch mal alte Spiele anguckt, achtet mal drauf, wie klein das Logo in der Mitte ist. Also das Logo am Court in der Mitte, da wo der Jump Ball ausgetragen wird vor dem Spiel oder um das Spiel zu starten, das ist mega klein irgendwie gewesen in den 90ern und wenn man heute guckt, dann geht es immer so übers halbe Feld. Ja, also schau, wie MJ in der Defense am Chillen ist, er muss gar nichts machen, hat jetzt aber auch fast sein Assignment verkackt. Gut, dass der Pass nicht rausgegangen ist, sonst wäre das wahrscheinlich ein Dreier gewesen für Dan Marley. Und er attackiert halt weiterhin Kevin Johnson. Er gibt den Ball auch nicht wirklich her. Ich glaube einfach, weil er es heute fühlt. So, genau, er will nämlich da runter. Das machen sie ganz easy, so mit zwei, drei Pässen. Das ist auch immer das gleiche Play bei den Bulls. Und eigentlich geht es nur darum, dass MJ eben da runterkommt in den Post. Ja. Die anderen Bulls-Spieler bisher sehr unauffällig. John Paxson hier mal mit einem Dreier. Und die Bulls bleiben einigermaßen aggressiv in der Defense. Haben jetzt auch ein bisschen angefangen zu chillen. 50-43. MJ jetzt gegen... Habe ich jetzt nicht sehen können, gegen wen, aber auf jeden Fall hat er den Rebound geholt. Geiler Assist hier, auch wenn es überhaupt nicht geplant war. Eigentlich sollte der Ding wieder raus auf Paxson und dann wurde er gegens Brett geballert und dann kam Horace Grant an das Teil. Timeout. Timeout. Jede Kamera ist natürlich auf den King gerichtet. Hier, jubel mal für die Kamera, Ho. Das Ho nehme ich zurück. Ist mir so rausgerutscht. 52-43. Noch 4 Minuten im zweiten Viertel. Ja, ich überlege mir gerade, ob man das Ganze vielleicht auf, auf zwei Videos ausbauen sollte. Also was heißt ausbauen? Eher kürzen sollte. Weil die GOAT-Debatten hatten ja meistens so eine Länge, so 40 bis 50 Minuten. Und ich habe das eigentlich immer abgefeiert. Und ich glaube, so lange kann man sich Input auch geben. Aber ich denke, wenn man dann... anfängt jetzt irgendwie 2 Stunden, da hat vielleicht nicht jeder Bock drauf. Auf der anderen Seite kann man dann auch sagen, ja, aber mach doch das Video jetzt einfach fertig. Ah, das ist immer blöd, wenn man sich über sowas nicht im Klaren ist, wenn man anfängt. Ich überlege es mir mal jetzt bis zum Ende. Mal gucken, wie lange das ganze Ding hier noch geht und wie viel Spaß es letztendlich auch macht. Also MJ hier hart an Kevin Johnson dran. Geht am Pick, wird aber sofort gedingst, also übernimmt den sofort wieder. Das ist auch was, also es gibt einfach so viel, erstmal MJ kaut Kaugummi, wie krass ist das? Es gibt so viele Basketball-Fundamentals und jetzt erkläre ich vielleicht mal den Begriff, weil sich vielleicht jemand immer fragt, so ja, was sind Fundamentals? Also Fundamentals sind einfach Grundlagen und da geht es letztendlich einfach darum, wie verteidigt man bestimmte Plays oder wie verhält man sich im Basketball? So, was gibt es, was für Laufwege gibt es, wie sollte man laufen, wie sollte man verteidigen, wie sollte man scoren, diese ganzen Geschichten halt. Und wenn ich mir MJ angucke, dann sehe ich echt nur Perfektion in allem. Also sei es eine Pick-and-Roll-Verteidigung, sei es ein Pick-and-Roll selber spielen, sei es hier das 100. Mal den Fadeaway gegen Kevin Johnson nehmen, vielleicht ist ihm jetzt auch schon ein bisschen der Arm schwer. Wenn ich Kevin Johnson wäre, ich würde mir so dumm vorkommen, wenn ich dauernd den gleichen Fadeaway in die Fresse kassiere.
Ja, wenn jetzt nochmal gleich eine Defense-Sequenz ist, wo MJ das Pick-and-Roll verteidigt, dann würde mich das echt interessieren, euch das mal näher zu bringen. Also, weil das einfach geil ist. Das ist geil, wie er das verteidigt. So, er ist wieder auf der Weak Side, läuft hier Dan Marley hinterher. Wird wahrscheinlich in dem Play wieder nicht sein. Nee, er geht so ziemlich weit in die Help Side, kann aber auch machen. Weil, wie gesagt, das Dreier-Shooting damals einfach nicht so gefährlich war. Chuck hier mit dem schönen, ich würde mal sagen, Power-Move in der Zone. Jetzt geht er gegen Marley. Mal schauen, wo er Position beziehen will. Oder chillt er die Possession? Er chillt scheinbar die Possession. Er lässt Scotty machen. Fordert jetzt nicht den Ball. Oh Gott, Alter. Der Typ hat den ugliesten Jumper ever. Wie kam der jemals an einen NBA-Contract? Das ist der Hammer. Wie kann man so werfen? Geiler Rebound hier von Jordan. Ah, der hätte passen können, Scotty. Ja, so geht's auch. Ist der. Nee. Aber wieder ein Foul im Spiel. Hier ist nochmal der Move von Chuck. Und MJ, das zweite Kreuz da rechts, ist halt schon in Richtung Helpside. Jetzt gucken wir mal, wie sich das jetzt alles verändert. Gut, Paxson ist halt scheißegal, ob der mit da runter geht, weil Charles Paxson einfach wegpustet. MJ wäre interessant gewesen, wenn er runtergegangen wäre zum Doppeln, aber dann wäre halt Dan Marley komplett frei gewesen. Und auch wenn damals die Dreier nicht so krass waren, Dan Marley konnte schon einen Dreier schießen oder reinhauen, wenn er ihn gebraucht hat. So, jetzt geht MJ das erste Mal auf die Bank. Ja gut, wahrscheinlich werden wir ihn dann in dieser Halbzeit jetzt auch nicht mehr sehen. 11 von 17 hat er getroffen, 27 Punkte. Er war halt krass, krass effektiv. Er hat diese ganzen Jumper getroffen, immer wieder von der gleichen Stelle. Das ist für mich die Klasse eines Michael Jordan, dass er halt nicht müde wird, dass er einfach immer weiter checkt, okay, ich kann dieses Mismatch hier attackieren, gib mir den Ball, ich attackiere das. So finde ich, attackiert zum Beispiel auch ein James Harden. James Harden weiß genau, wo die Schwachstelle ist in einer Defense und attackiert diese Stelle einfach dann 30 Mal pro Spiel. Chuck hier wieder gefoult, macht jetzt die Freiwürfe. Ich bleibe hier eigentlich jetzt noch kurz drauf, weil ich ganz gerne sehen möchte, wer jetzt für die Bulls die Verantwortung übernimmt. Also wer kann denn wirklich jetzt scoren? Wie viele Punkte machen sie überhaupt, wenn jetzt MJ auf der Bank sitzt? Also bisher haben sie keine Punkte gemacht. Und ich schätze mal, es sind noch so 3 Minuten, bis die Halbzeit losgeht. Ja, ich würde auch sagen, dass wir das Ganze, wie gesagt, so machen. Das ist jetzt keine, was weiß ich, Klick-Erhascherei oder sonstiges. Ich glaube nur einfach, dass Leute, die jetzt einen einfachen Eindruck haben wollten von dem Game, dass die sich das halt jetzt reingezogen haben und sagen können, ja, passt. Auf der anderen Seite, nein, komm, fuck it, Alter. Ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn Leute irgendwie Videos teilen, die nicht geteilt werden müssen. Also lass einfach durchziehen jetzt. Danny Ainge, habe ich jetzt nicht mitbekommen, was da jetzt letztendlich abging, hat wohl auch wieder einen Foul begangen. Das wertet für mich diese Suns auch nochmal ein bisschen auf. Also ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass Danny Ainge da auch in dem Team war. Und Horace Grant verwandelt den ersten Freiwurf. Ein gutes Ding auf jeden Fall. Solltet ihr so ein bisschen Knacksen hören ab und zu, dann ist es leider der Tisch, an dem ich hier recorde. Ich weiß auch nicht, was heute mit dem los ist. Ich recorde an dem Ding seit keine Ahnung wie lange, aber heute meint er irgendwie, dass er die ganze Zeit knacksen muss, wenn ich ihn mal antippe. Ja, kurzer Hinweis vielleicht auch. Nee, kann ich gar nicht machen, weil das Video ja erst am Montag für euch droppt. Ich bin jetzt unterwegs in Nürnberg, recorde das ganze Ding da ja schon ein bisschen früher. Wollte gerade sagen, ey, der Hinweis, die neue Folge von unserem Podcast ist draußen. Kann ich jetzt aber gar nicht sagen, weil die neueste Folge schon letzten Freitag für euch kam. Aber trotzdem, wer Bock hat, iTunes, Spotify, überall, der Podcast von Max und mir, das 5. Viertel ist das Ding. Und ich muss gerade echt, wenn der reingeht, ja, der geht nicht rein,
Alter, Horace Grant ist ein Biest, der ging aber nicht rein. Und ich muss sagen, bei den Bulls geht überhaupt nichts, seit MJ auf der Bank ist. Das waren jetzt nur ein, zwei Possessions, aber schau, die Bulls kommen ran. Und Phil Jackson denkt sich halt auch so, yo, Digga, ich muss halt MJ auch mal auf die Bank setzen. So, könnt ihr bitte verteidigen, könnt ihr bitte euren verdammten Job machen. Und ich habe ja gesagt, Dan Marley kann auch mal so ein Ding einnetzen. Okay, jetzt ist MJ wieder drin. Jetzt weiß ich nicht, was da gerade für ein Cut war. Okay, MJ ist wieder reingekommen, weil die Bulls verkackt haben. Krass. Schau, das ist zum Beispiel auch wieder interessant, dass MJ jetzt nicht mal eine Minute oder zwei Minuten auf der Bank sitzen konnte, ohne dass er nochmal rein muss für diese letzte Minute. Vielleicht ist es auch eine Coaching. Er geht halt... Oh, Digga! Er geht halt einfach so easy an Dan Marley vorbei und slammt ihn dann Danny Ainge, wenn ich es richtig gesehen habe, noch in die Fresse. Schau mal, da ist überhaupt keine Gegenwehr, Alter. Und Danny Ainge, muss man echt Props geben, dass er überhaupt noch versucht, das Ding zu challengen. Ja, ein Move und er ist weg. Und ja, da kommst du halt nicht hoch. Es geht halt nicht. Aber dann den Freiwurf nicht gemacht. Das ist natürlich mies. Skippt mal kurz zurück. Das ist auch interessant, wenn ihr das nochmal sehen wollt. MJ und Bill Cartwright springen da gerade nach dem Ball. Und Cartwright fliegt einfach auf die Fresse, während Michael stehen bleibt, als wäre gar nichts. Also skippt da nochmal kurz zurück, wenn ihr Bock habt. Wir sehen jetzt hier den Dunk. Nice. Richtig nice. Das ist auch so die typische MJ-Pose. Alter, ich muss mir hier echt... Also ich kann mir jetzt nichts überlegen, weil ich natürlich hier gerade in dem Setting bin und hier auch recorden muss. Aber das gibt's ja nicht. Das ist das erste Mal, dass dieser Tisch so abfuckt. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie MJ in den 90ern gewirkt haben muss. Ich muss sagen, natürlich als Kind der 2000er, dass Kobe für mich viele, viele dieser Dinge, die ich jetzt hier von Michael sehe, einfach, dass ich die schon in Kobe gesehen habe. Und das ist so ein typischer Fall von wenn man, also wenn das Original so lange her ist, dass man einfach bei der Kopie denkt, das wäre das Original und dann nicht mehr versteht, warum das eigentliche Original krass ist. Also ich hatte zum Beispiel, kann ich da mal kurz nebenbei erzählen, nachdem wir jetzt das ganze Video machen, 46 Sekunden noch oder ich erzähle es gleich. Am Ball auf MJ, war nicht seine Position, die er haben wollte, deshalb jetzt nochmal, er will ihn da unten, kriegt ihn aber nicht, weil BJ zum Korb geht. Okay. Danny Ainge ist so ein Hustler, Alter. Ich feiere den einfach. Der ist so richtig, ich weiß nicht, der ist so ein richtiger Spielertyp. Vom Typ her, so wie ich es auch mag, Basketball zu spielen. So richtig mit Energie, richtig in der Defense reinhustlen, sich von niemandem was gefallen lassen. Das feiere ich ziemlich hart. Ja, und keine Angst, diesmal habe ich es nicht vergessen. Ich erzähle euch gleich noch diese Story mit dem Original, was ich eigentlich meine. MJ will hier den letzten Shot. Created ihn und swished ihn. Einfach nur Wahnsinn. Und kriegen die Suns noch einen vernünftigen Wurf? Nee, schau, was eine... Erstmal, was eine Defense von MJ. Und das, nachdem er gerade erst einen Wurf gehittet hatte. Also das war jetzt schon nice. Und jetzt weiß ich nicht, was gepfiffen wurde. Haben sie jetzt einen Foul gepfiffen oder haben sie gepfiffen, dass der Wurf noch gut ist und MJ disagreed? Wie sieht es aus? Also, nee, gut war auf jeden Fall. Dann geht es scheinbar nur um das Foul. MJ soll ihn wohl gefoult haben und Phil Jackson will aber ein Traveling. Tja, so sieht es aus. Also Dan Marley sieht auch aus, leicht wie auf Steroiden. Ja. Rebound bei Chuck, der macht ihn nicht mehr. So, und jetzt geht's aber wirklich los mit dieser Originalstory. Ich habe ganz random vor ein paar Tagen oder vor einer Woche schon irgendwie angefangen, Beatles-Musik mir immer zu geben. Keine Ahnung wieso, mein Bruder hat mir ein Lied geschickt und irgendwie bin ich drauf hängen geblieben. Und
Dann habe ich danach so ein bisschen, weil die Lieder sind extrem cool, so ich feiere die, aber das ist jetzt auch nichts, was ich noch nie gehört hatte. Und überall hört man immer, ja, die Beatles waren so eine revolutionäre Band. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und in Foren nachgelesen, so, yo, warum sollen denn die Beatles so krass sein? Und dann meinte die Person halt auch so, ey, das können wir von heute gar nicht mehr nachvollziehen, weil das vor 50 Jahren war. Und alles, was die Beatles damals gedroppt haben, war der heißeste, revolutionärste Shit in Sachen Songwriting und in Sachen Gitarre spielen und so. Und geiler Cut hier oder geiles Backdoor von Charles. Und wir haben diese Songs mittlerweile in so vielen, vielen verschiedenen Versionen so oft gehört von anderen Künstlern, dass wenn du uns heute die Beatles zeigst, wir sagen, ja, ist coole Musik, aber ist jetzt nichts Besonderes, außer du nimmst jetzt einen Penny Lane oder so, oder du nimmst, keine Ahnung, fucking Let It Be oder so. So, dann kannst du sagen, okay, das ist krass. Aber bei einem normalen Song jetzt von den Beatles sagst du nicht, wow, was für eine Revolution. Oder wenn du Comedy-Serien dir anschaust, also Sitcoms, und die Leute sagen, ja, Seinfeld, die Sitcom von Jerry Seinfeld wäre die krasseste und die revolutionärste Sitcom und die hat alles erschaffen und so weiter. Und dann guckst du dir sie heute an, als Typ, der in der heutigen Zeit aufgewachsen ist, und dich kickt halt kein Witz. So bei jedem Witz denkst du so, ja, das habe ich schon 20 Mal gehört. Aber das Ding ist halt, da wurde es das erste Mal gezeigt. Nur weil wir so weit entfernt sind vom Original, heißt es nicht, dass das Original nicht trotzdem am krassesten war. Und so kommt mir die ganze MJ-Sache gerade ein bisschen vor. Es wirkt wirklich so auf mich so, ey, es ist so krass, was er macht. Aber ich habe so viel, geiler Dank hier von Pippen, gar nicht erwartet. Es ist so viel, was wir halt schon kennen von einem Kobe, von heutzutage, und ich will die jetzt nicht mit MJ vergleichen, aber von der Spielweise her, von einem Kawhi Leonard, von einem Jimmy Butler, von einem DeMar DeRozan, dass du einfach nicht so krass geflasht bist. Also das Einzige, was mich an seinen Movements wirklich flasht, ist, wie effizient er spielt. Was war das denn? Hä, war das ein Traveling? Ich hab's gar nicht gecheckt. Und der war, das war voll der sneaky Dank, Alter. Der hat gedankt, bevor ich überhaupt gecheckt habe, dass er danken will. Ja, Jordan und Pippen, jetzt habe ich die Statistik nicht lesen können. Jordan 42 Punkte, Barkley 42 Punkte. Da geht es gerade um verschiedene Spiele natürlich. Ja, sorry, da war ich jetzt zu langsam. Chuck, wollte ich gerade sagen, das ist doch genau dein Wurf, den kannst du, aber nicht getroffen. MJ muss ran, ist es wieder Dumas. Dumas hat ihn bisher gut verteidigt, aber vergiss es. Direkt den End-One-Layup. Okay, also ich muss sagen, in diesem Spiel, vielleicht auch, weil ich es kommentiere und dadurch natürlich auch immer laut sagen muss, was passiert, fällt mir auf jeden Fall auf, und es war Dumas, fällt mir auf jeden Fall auf, dass MJ ein bisschen lauter scored. Also jeder, der nicht checkt, was ich meine, ich habe ein Video gemacht, wo ich über Michael Jordans legendäre Playoff-Serie gegen die Miami Heat, ich sage so oft legendär, ich glaube, die ist gar nicht legendär, die ist halt einfach nur krass, seine krasse Playoff-Serie gegen die Miami Heat 1992, die habe ich halt mir komplett angeschaut, darüber eine Analyse gemacht und dann gesagt, ey, MJ scored irgendwie leise. Also damit habe ich gemeint, man bekommt gar nicht so richtig mit, dass er so viel am Scoren ist. Und ich muss sagen, in dem Spiel kommt es mir genau andersrum vor. Also in dem Spiel, ich merke wirklich, dass eigentlich jeder Punkt von MJ gemacht wird. Also es passiert auch wenig, es gibt wenig Ball-Movement so. Wenn jemand scored, dann ist es meistens Horace Grant, der den Offensiv-Rebound holt. Oder ist es ein Scottie Pippen, der im Fastbreak punktet. Aber vielleicht liegt MJ dieses Matchup halt auch so krass, weil er halt echt gegen jeden Verteidiger der Suns das Mismatch hat. Außer gegen Dumas, wo ich jetzt einfach mal unterstellen würde, dass er Dumas halt einfach Basketball-Intelligenz voraus hat. Das war ein geiler Pass von Chuck. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass der ankommt. Das war ein bisschen Kevin Love-mäßig. Da halt auch wieder, ne, man sagt, ich sag jetzt, das ist Kevin Love-mäßig, deshalb, klar, es war ein geiler Pass und ich habe mich auch gefreut und bin leicht ausgeflippt, aber es ist jetzt nichts, was ich noch nie gesehen hätte. Und ich glaube echt, damals diese Spieler, das waren halt Sachen, die hattest du damals noch nie gesehen. Das ist genauso wie heutzutage bei einem
Ja, bei einem Giannis zum Beispiel oder bei einem Anthony Davis, wenn ich denen heute zuschaue, dann denke ich jedes Mal, Alter, wie krass. Und in 10, 20 Jahren, wenn wahrscheinlich jeder Spieler so aussieht wie Giannis und wie AD, dann sagt halt jeder so, ja, was ist jetzt der Big Hype mit diesem Giannis? So spielt doch jeder. Dieser Ballboy da im Hintergrund, der ist einfach MJ als Kind, ohne Scheiß. Ja, da ist er. Wie kann man, ey, wirklich, jetzt, ich brauche eine sachliche Analyse. Wie kann man so hässlich werfen und trotzdem in der NBA sein? Dagegen ist ja Sean Marions Wurf schön. Gib dir das, wie er mit ausgestreckten Armen, was ist das? Das ist so weird. Aber ey, Props an ihn, er hat 3 Ringe. Wenn nicht mehr, nee, ich glaube, Cartwright war beim 2. Threepeat dann nicht mehr dabei, aber beim 1. Threepeat war auf jeden Fall dabei. So, Chicago führt mit 7 Punkten. Kevin Johnson wurde hier gefoult. Ja, auf volle Kanne. Das finde ich auch immer geil, wenn Center dich irgendwie foult und er foult dich halt so knallhart und übertrieben und dann tut er so, als wäre es gar nicht schlimm gewesen, obwohl du genau weißt, Alter, das war das Überfoul gerade. So, jetzt hat er es besser gemacht. Das war ein gutes Pick and Roll, also eine gute Verteidigung. Dann muss er aber da raus. Also den muss er zumachen, Tom Chambers. Ja, von Pippen, finde ich, kam bisher relativ wenig. Aber man muss auch sagen, Jordan macht halt alles gerade für die Bulls. Ja, jeder, der Bock hat, kann ja mal für einen neuen Tisch irgendwie spenden. Nee, also Quatsch, aber irgendwie, das ist das erste Mal, das fuckt mich gerade extrem ab. So, ich habe mich jetzt ein bisschen umgesetzt, jetzt müsste es eigentlich besser gehen. Wir sind jetzt auch ungefähr bei der Hälfte des Videos. Also hier könnte man jetzt einen Cut machen, aber komm, Alter, ich zieh's durch für euch. Dann freuen sich die Leute hoffentlich. Und wir machen das ganze Ding hier am Stück. Wieder ein Foul. Mein Homie hier, Williams, sagt mir zum Beispiel gar nichts. Also ich bin zwar schon Basketball interessiert, NBA History interessiert, aber ich kenne natürlich nicht jeden Spieler im Roster. Er will es ja auch nicht wahrhaben. Scott Williams, also vom Namen her vielleicht schon mal gehört. Aber jetzt keiner, der mir einfach spontan einfällt, wenn es irgendwie um die Bulls geht in den 93er NBA Finals. Ja, ich bin gerade ein bisschen still, einfach weil ich wirklich nur gucken will, was macht MJ. Er steht jetzt, holt sich den Ball, hat das Mismatch natürlich wie die ganze Zeit schon. Also das ist schon krass, wie sie ihn halt nicht verteidigen können. Ja, was macht er daraus? Er hat eigentlich hier den Vorteil, wird dann gedoppelt, passt ihn auf Cartwright. Nee, das war Pippen. Okay, und der macht ihn easy rein. Das ist halt auch ein Riesenluxus für MJ. Er hat halt den besten Verteidiger der Liga, der auch noch einigermaßen scoren kann. Und mit einigermaßen meine ich so 18 bis 20 Punkte, je nach Serie. Und dann läuft es halt auch bei dir, Alter. Wenn jetzt ein LeBron die ganze Zeit Kawhi Leonard an seiner Seite hätte. Ich weiß, das heißt immer, ja, LeBron hatte die besseren Spieler. Aber was ich sagen muss, so einen richtig geilen Verteidiger hatte er eigentlich nie. Und in Pippen hast du halt echt, ja, einen krass, krass, krass guten Verteidiger. Und das fehlt dem guten LeBron heute so ein bisschen. Er fordert ihn aber auch das ganze Spiel und geht das ganze Spiel fast Isolations. Das war gegen die Heat auf jeden Fall nicht so. Da hat er viel mehr aus dem Flow des Spiels heraus gescored. Hier, finde ich, hast du total oft das Feeling, dass er einfach sagt, gib mir den Ball und dann geht mir alle aus dem Weg. Das war gegen Miami anders. Gut, die Bulls führen hier mit 8 Punkten.
Rejected. BJ machte den. Also was ich schon gehört habe, ist, dass Michael Jordan, das ist immer so ein bisschen komisch, weil wenn ich mir die Spiele anschaue, dann sehe ich eigentlich gar nichts davon. Aber es heißt, dass Jordan sehr krass immer gegen Bill Cartwright und auch gegen BJ Armstrong gehatet hat oder getrash-talkt hat in seinem eigenen Team halt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hieß das so, dass wenn BJ Armstrong einen Fehlwurf gemacht hat oder irgendwie einen Layup verlegt hat oder so, dann ist Jordan immer sofort zu Phil Jackson und hat gesagt, tu ihn raus, ich will nicht mehr mit dem spielen. Was ich nicht wirklich ganz glauben kann, weil ich schon relativ viel BJ Armstrong die ganze Zeit sehe hier für die Bulls. Da ist nochmal der Drive. Ja. Er kann halt nur durch Foul gestoppt werden, weil die anderen einfach diese Athletik nicht haben. Sie kommen nicht da hoch. Top 10 Playoff Scoring Games this season. Michael Jordan Game 4 gegen New York. 54 Punkte. Krass, wie es nur Barkley und Michael Jordan sind. Das ist ja krass, Alter. Nur Barkley und Jordan. Und das halt immer abwechselnd. Heftig. Heute 39 Punkte hat der Typ schon. 16 von 24. Krass. Also schreibt mir, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, schreibt mir voll gerne mal in die Kommentare, wie ihr jetzt dieses ganze Spiel seht, wie ihr MJ da spielen seht, laufen seht, wie auch immer. Was fällt euch auf, was fällt euch nicht auf, was übersehe ich vielleicht die ganze Zeit. Das wäre auf jeden Fall mal interessant von euch zu hören. Und wir könnten ja ein Wort vereinbaren. Ein cooles Wort wäre jetzt vielleicht, was mir einfach spontan einfällt, Pommes. Also jeder, der jetzt noch am Start ist und Bock hat auf diese Serie oder dass ich öfter sowas mache, der kommentiert bitte einfach einmal Pommes in die Kommentare. Das ist mir gerade randomly eingefallen. So. 77-66. 11 Punkte vor für die Bulls. Kevin Johnson gegen BJ Armstrong hatte das Mismatch und wird aber hart gebustet von, das war wieder Scott Williams, oder? Oh, jetzt geht's ab zwischen Pippen und Charles. Diese Szene kennt man natürlich, aber wenn man sie dann live im Spiel sieht, ist es dann doch nochmal was anderes. Vielleicht zeigen sie die auch nochmal. Das war auf jeden Fall. Also ich habe die Szene schon tausendmal gesehen, wenn es irgendwie um Highlight-Tapes von Charles Barkley geht. Aber ich habe sie halt noch nie im Laufe eines Spiels gesehen. Beziehungsweise schon. Ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel schon einmal gesehen, aber das ist halt ewig her. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel gar nicht dran erinnert. Das war ein guter Pass von MJ. Hätte BJ mehr draus machen können. Und jetzt ist MJ frei. Digga, hättest du sehen müssen. Oh, das war mies. MJ war für eine Sekunde frei, den hätte er anspielen können für genau seinen Spot und da wäre er auch noch frei gewesen. Hier ist nochmal das Ding von Scotty und Charles. Ihr fuckt mich nicht ab, das ist mein Ball. Und dann drückt er ihm aus irgendeinem Grund seinen Unterbauch in Scottys Unterbauch. Wer nicht weiß, wer das ist, der schaut sich einmal die Vincent Raven Verarsche an von Stefan Raab und da hat er so eine Voodoo-Puppe, Vincent Raven, und will aber nicht sagen, so dass die Voodoo-Puppe halt auch einen Sack hat und dann zeigt er so die verschiedenen Stellen der Voodoo-Puppe und sagt so Arm, Beine, Unterbauch und zeigt dann auf den Dick und deswegen hat Charles gerade seinen Unterbauch in Scottie Pippen gedrückt. Ich würde so gerne zu diesen Spielen fahren können, reisen können, wie auch immer, wie krass das einfach wäre. Also ohne Mist, hätte ich eine Zeitmaschine, ich würde mein ganzes Leben verschwenden, irgendwelche legendären Playoff-Spiele mir reinzuziehen. Ich würde so viel Basketball mir reinziehen von irgendwelchen Legenden, ich würde so viel Wilt und Bill Russell Battles mir geben, ich würde so viel Jordan gucken, ich würde so viel Magic, Bird, Kareem, Oscar, Jerry West,
Digga, die Liste ist so lang. Ich würde mein ganzes Leben verschwenden, nur in diese Nostalgie mir die Spiele reinzuziehen, live. Also das wäre krass. Das wäre absolut krass. Das war wieder mal ein Foul, Alter. Wie viel Freiwürfe hat der? Ich weiß, es gibt eine relativ berühmte Pressekonferenz von Charles Barkley, wo er nach einem Finals-Game gegen Michael Jordan irgendwie sowas sagt, so, boah, Jordan hat 49 Würfe genommen oder Jordan hatte 30 Freiwürfe oder so. Ich schätze, dass es dieses Spiel ist, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich könnte mir mal die Stats von diesem Game aufrufen, während MJ hier seine Freiwürfe macht. Was war das jetzt da drüben für ein... Bin sofort wieder bei euch. Gucken mal, ob ich die Stats relativ schnell aufgerufen bekomme. Und dann könnte ich mal gucken, wie viele Würfe MJ letztendlich in diesem Game nimmt. Das sind die 93er Finals. So, ich switch hier immer hin und her. Charles hat gerade den Ball im Post. Ja, und er drückt halt einfach eine Stunde seinen Arsch in den anderen Typen und hofft dann, dass er zum Korb kommt. Und das schafft er eigentlich auch immer. Damn, Alter. Aber er kassiert heute auch richtig krass, bekommt kaum Pfiffe. Komisch. Sehr, sehr komisch. Weiß ich nicht genau, was mit den Refs los ist. Also, Charles hat jetzt schon ein paar Mal wirklich auf den Sack bekommen, wo ich dachte, was geht denn hier ab? Okay. Der wurde halt voll im Sprung gebounced. Also, das geht gar nicht. Das wäre heute wahrscheinlich sogar ein Flagrant. So, dann gucken wir doch mal, wie viel Würfe hatte MJ. Ja, entspannte 37. 37 Würfe von Michael Jordan in diesem Spiel. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich glaube, so viele Würfe, nee, nicht mal annähernd habe ich jemals so viele Würfe in einem Spiel genommen. Aber gut, wenn du natürlich die Nummer 1 Scoring-Option in deinem Team bist, wenn du die ganze Zeit ein Mismatch hast und wenn du die Finals gewinnen willst, dann würde ich auch 37 Mal werfen. Also wenn die Quote dann auch so geil ist wie bei MJ, dann sehe ich damit überhaupt kein Problem. Quote von 57% in dem Game, kann man nichts sagen. Kann man absolut nichts sagen. So, er attackiert wieder, diesmal gegen Chambers und Marley und bekommt den Ball halt direkt auf Horace Grant, der das Ding reinslammt. Da war wieder das kleine Logo. Schöner Stil hier von Horace Grant. Jetzt geht's ab im Fast Break. Pippen ist gar nicht drin, deshalb gibt's da wohl gerade keine Punkte. Aber wer ist denn hier mein Boy? Ist das Pippen? Ja, okay, sorry, dann war ich falsch informiert. Ich dachte doch gerade, ey, bei den Bulls kann sich doch keiner so bewegen mit dem Ball. Aber, also außer Pippen und Jordan und dann war's Pippen. Danny Ainge kommt zurück. Immer ein gern gesehener Protagonist in diesem Spiel, zumindest von meiner Seite aus. Ich feiere Danny Ainge extrem. Schau mal, so viel wie die in der Zone sind. Schau, wie viele Blocks da gelaufen werden in der Zone. Schau, wie viele Leute da zum Rebound gehen. Das ist so eng alles. Das habe ich gemeint in der Folge mit der Ära. Es ist einfach ein anderes Spiel damals gewesen. Ich freue mich richtig, richtig auf die Fazitfolge mit Seabass. Also wir nehmen jetzt noch zwei Teile auf und danach machen wir eine große Fazitfolge, wo wir auch nochmal über unsere persönliche Präferenz für jede Episode reden, wo wir selber nochmal drüber sprechen, wer denken wir hat hier und da gewonnen. Und ja, ich bin da auf jeden Fall jetzt schon, kann ich jetzt schon sagen, zu einem interessanten Fazit gekommen. Gar nicht jetzt, den Spieler letztendlich, den GOAT angeht, da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber was die Vergleichsweise angeht, da habe ich auf jeden Fall jetzt schon mein Fazit und ich freue mich darauf, dass mit euch zu teilen und natürlich auch mit Seabass zu diskutieren. Bin gespannt, was er dazu sagt, denn Marley hat hier, glaube ich, ziemlich mies abbekommen die ganze Zeit. Und jetzt nehmen die Suns ein Timeout. Ah ne, das war sogar Danny Ainge. Ja, ich dachte nämlich, es sah so aus, als hätte er irgendwie einen Schlag ins Auge bekommen oder so. Ja, gucken, ob das Mikrofon noch läuft, ist auch immer nicht schlecht, wenn man so 2 Stunden recordet. Ah, mies, Alter, voll ins Auge und das von Pippen, das tut auf jeden Fall weh bei den Fingern.
Das sind so die Kawhi Leonard-Hände. Wobei nicht ganz, weil Jordan wohl größere Hände hat als Pippen. Habe ich zumindest mal gelesen, dass die beiden das immer verglichen haben. Nee, Quatsch. Das, nicht mal das. Genau, weil ich weiß, dass Jordan und Pippen immer extrem competitive miteinander waren. Niemals. Und da MJ immer gesagt hat, meine Hände sind größer als deine, waren sie aber wohl gar nicht. Die beiden haben eh so eine interessante Dynamik, weil Jordan hat über die Jahre so viel Bullshit über seine Teammates geredet, so oft auch schon auf dem Feld schlecht über Teammates geredet. Aber finde mir ein Zitat, wo er jemals schlecht über Scottie Pippen gesprochen hat, außer, ich glaube, das war, als Scottie damals diese Probleme hatte mit einer Migräne, da hatte er öfter mal Migräne und da hat MJ jetzt wohl immer zu ihm hingegangen und hat gesagt, und Scottie, hast du wieder Kopfweh? Also hat ihn so ein bisschen, ja, keine Ahnung, also das ist so bescheuert, das so zu sagen, aber letztendlich hat er das gemacht, er hat seine eigenen Teammates letztendlich getrash-talkt. Ich kann mich nur wiederholen, er ist halt sau effizient. Das ganze Game heute ist wirklich auf ihn ausgerichtet. Die Bulls spielen eine starke, starke Defense. Danny Ainge hat gerade den brutalsten Pick überhaupt in den Rücken von MJ gestellt. Da war niemand. Schau, oh, das wäre geil, wenn die beiden jetzt fighten. Ja, also Ainge ist wirklich ein Typ so, der hat sich mit jedem angelegt. Das ist so ein krasser, dreckiger, aber dreckig meine ich in dem Sinn positiv. Also wirklich einfach ein harter Spieler. Ich habe zumindest noch nichts gesehen, wo ich mir dachte, boah, das ist richtig asozial. Außer das eine Mal, wo er so einem Typen den Ball einfach voll ins Gesicht wirft mit voller Absicht. Und da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Ich glaube, das heißt die 5 asozialsten Plays ever oder so. Irgendwie so in die Richtung müsst ihr mal gucken. Und da ist Danny Ainge auf der Nummer 1, wie er so einem Typen den Ball voll in die Fresse ballert. Einfach so beim Einwurf. Er tut so, als würde er einen Einwurf machen wollen übers ganze Feld. Und haut dem Typ einfach den Ball mit voller Wucht ins Gesicht. So, und hier kommt's jetzt zur Rangelei. Was heißt Rangelei? Einfach so ein bisschen Trash-Talk. Aber das mag ich halt auch an ihm so, er backt halt nicht down. Also das ist halt einfach fucking Michael Jordan, der dich da abfuckt. Aber trotzdem sagt Danny Ainge so, nee, Dude, du hast genauso einen Ellenbogen verteilt, so langweil mich jetzt nicht. Miller geht auf die Bank, auch jetzt eher ein Spieler, der mir relativ unbekannt ist. Da wollte MJ gerade den Slam, glaube ich, haben. In der Defense ist es halt nicht so spektakulär, wenn MJ die ganze Zeit nur Dan Marley und so jemand verteidigt oder Danny Ainge in dem Sinne, der nicht so viel scored, weil er halt letztendlich nichts macht. Also es wirkt schon so, als würde er den Spieler verteidigen, der in der Offensive am wenigsten macht, damit er eben chillen kann in der Defense. Das war ein gutes Foul, ein hartes Foul, aber würde ich jetzt sagen, vor allem in der Zeit war das ein ganz normales Foul. Ja, sieht auch so aus, als hätten sie ein normales Foul gepfiffen. Alles easy. Ja, Frustration ist am Start. Ich muss sagen, von Kevin Johnson hätte ich mir echt ein bisschen mehr erhofft in dem Spiel. Und auch von Chuck irgendwie. Ich dachte auch, dass es bei Chuck mehr abgeht. Bulls führen hier immer noch mit 11 Punkten. Noch 1 Minute 40 im dritten Viertel. Also im Moment ist das halt eine sehr, sehr einseitige Sache. Es passiert irgendwie dauernd das Gleiche. MJ geht im Post, hat den kleinen Danny Ainge oder wen auch immer gerade gegen sich. Diesmal war es wieder Kevin Johnson, so geht in Post, macht den Fadeaway und ja, trifft halt, wie oft war es jetzt, trifft halt 21 Mal von 37, also geile Quote, 57%.
Aber ich dachte schon, dass Chuck irgendwie heftiger am Start war. 32 Punkte, 12 Rebounds sehe ich gerade und 10 Assists, okay. Triple-Double ist da. Hat hier mies auf die Hand bekommen gerade. Aber ja, redet halt auch kein Mensch drüber, ne? Chuck einfach mal mit einem Triple-Double. Aber damals zum einen niemand interessiert und zum anderen, ja, geht es halt ein bisschen unter, wenn du 55 ins Gesicht bekommst von Jordan. Obwohl er es ja nicht mehr ins Gesicht bekommt, sondern ja, Kevin Johnson. Wir können uns hier auch einfach mal die Stats gerade anschauen. Also wenn man sich das mal gibt, so Charles hatte in den Finals 27 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists und 1,2 Steals. Und das ist halt eine Monster-Playoff-Performance und dann gegen den amtierenden Meister noch in 6 Spiele zu gehen. Aber MJ, das lese ich euch gleich vor, wenn der Ball wieder ruht. Ja, ratet, wo der Ball hingeht in den Post gegen Kevin Johnson, er wird gedoppelt. Okay, geil gespielt. So, das ist halt easy Basketball und wenn du eben einen Spieler hast, der wirklich wie MJ komplett diszipliniert ist, der genau weiß, okay, wenn das Doppel kommt, dann spiele ich den Ball raus. Guckt euch das an, das easy Basketball, zack, zack und dadurch ist er frei, weil die gedoppelt haben. Ganz easy. Charles liegt heute das 5. Mal am Boden gefühlt. So, jetzt checke ich mal schnell die Stats. Ja genau, also ich habe ja Charles vorgelesen, ganz geile Statline und dann kommt halt MJ mit 41 Punkten im Schnitt, 8,5 Rebounds, 6,3 Assists, 1,7 Steals und 0,7 Blocks im Schnitt in den NBA Finals. Kann man mal machen, auf jeden Fall absolut krass und absolut Klatsch. Das ist nicht mehr nur einfach, sondern das ist diesmal absolut. Ich habe so ein bisschen im Feeling eigentlich, dass dieses Spiel dann letztendlich doch noch spannend wird im 4. Viertel. Deshalb bleiben wir auch dabei. Sonst hätte ich jetzt echt, glaube ich, gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben genug analysiert, was macht MJ, was macht Pippen, wie wurde gespielt und so weiter. Aber ich weiß, dass das hier noch einigermaßen abgehen wird. Und dass es da ein, zwei sehr wichtige, entscheidende Plays geben wird und die will ich euch nicht vorenthalten und deswegen kommentieren wir das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter für euch. Eine Minute noch im 3. Viertel. Pippen bringt zur Abwechslung mal den Ball. MJ kriegt ihn auf den Flügel. Ball geht in den Post höchstwahrscheinlich. Cut. So, und jetzt erstmal halten, genau, gucken. Da, er ist frei, Digga! Das ist das echt, das muss jeder Basketballer in sich einfach einbrennen so. Wenn du den Ball bekommst und deine Mitspieler laufen Cuts, lass diesen verdammten Cut komplett durchlaufen und dann fängst du an, eine Aktion zu machen und dann guckst du nach einer neuen Anspielstation. Ich hasse das, wenn Leute den Ball bekommen, du cuttest, und während du cuttest, sind die schon am Dribbeln oder gucken auf den Boden. Und ich denke mir, ja Digga, da muss ich auch nicht cutten. Dieser Cut soll ja das Spiel öffnen. Wenn du aber nicht guckst, dann bringt uns das nichts. Also für alle Youngsters da draußen und für alle Basketballspieler, Vereinsspieler, wenn ihr Cuts lauft, wenn Cuts gelaufen werden von euren Mitspielern, wartet diese Cuts ab. Geile Defense hier gerade von Mali, gutes Deny. Da hat MJ gerade nicht den Ball bekommen. Das war gut verteidigt. Da muss ich jetzt mal Props aussprechen an Dan Marley. Das hat er gerade gut gemacht vom Deny her. Jetzt gab es wohl einen Foul an Walker. Der sieht so richtig... Was ist mit den Jumpshots oder den Pseudo-Würfen von diesen Bulls-Spielern los. Zieh dir diesen Wurf rein. Bitte zeig den zweiten Wurf von ihm auch. Bitte. So, jetzt hängt es gerade wieder ein bisschen. So, jetzt. Have made only 6 of the last. Ja, das wundert mich nicht. Nur 6 der letzten 15 Freiwürfe haben sie gemacht. Das wundert mich aber auch nicht, wenn du so ugly ass Würfe hast. Guck dir das an. Alter, like what? Der sollte eine Violation bekommen.
So, 5 Sekunden, Kevin Johnson all the way, easy money. So, und jetzt muss der Ball eigentlich auf MJ gehen, verstehe ich jetzt nicht, dass er ihn nicht kriegt. Der war fast drin. Und scheinbar ist Pippen derjenige, der dann solche Würfe nimmt, weil der hat ihn auch vorhin in irgendeinem Viertel genommen. MJ bisher mit 43 Punkten. Jetzt können wir eigentlich fast rückwärts zählen, weil wir wissen, dass MJ ja insgesamt 55 macht. Das heißt, 12 macht er jetzt noch. Spannend und interessant dann, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ich denke, dass die Suns immer noch ein Stück weit hinten sein müssten. Und vielleicht sind die... vielleicht sind die Leute vom Fernsehen so nett, dass sie uns einmal den Score einblenden, wenn jetzt das neue Viertel beginnt. Das neue Viertel, das vierte Viertel. So, Mikrofon läuft auch noch. Ich kann das halt bei mir nicht sehen, weil das umgedreht ist. Und dann kann ich nicht wirklich das Display sehen. Ja, wir bekommen keine Info über den Spielstand. Zumindest noch nicht. Kommt noch. Das ist nicht Chuck. Marley. Warum sind denn so viele Scrubs gerade drin für die, auch wenn das gerade ein geiler Wurf war, aber wieso sind die ganzen Scrubs drin für die Suns? Wieso sind die ganzen Starter draußen? Ist MJ auf dem Feld? MJ ist auf dem Feld. Deswegen ist auch Dan Marley da, weil er ihn so gut verteidigt hat bisher. Schau dir das an, jedes Mal. Also gut, jetzt wurde er gepflückt, aber jedes Mal zieht er an ihm vorbei, weil er einfach langsamer ist. Ich bin gespannt, ob in 20 Jahren sich irgendein Typ mit einem YouTube-Kanal oder was sonst dann die Plattform der Zukunft ist, ob der sich hier hinsetzt und irgendwie LeBron James-Spiele kommentiert aus den Finals. Oh, jetzt ist MJ aber auch dick sauer. Sah schon an einem Foul aus. Also er hätte ruhig ein Foul sein können, zumindest von der Kameraeinstellung. Vielleicht war es auch kein Foul so. Und jetzt, mein MJ hat hier nicht gefoult. Ja, ist immer schwierig unterm Korb. Also ich habe das bis heute auch nicht so ganz verstanden, sowohl wenn ich selber spiele, als auch wenn ich mir die NBA angucke. Also ich habe da jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Foul gesehen. Und hab das auch schon so selbst verteidigt. Und in beiden Fällen wird dann ein Foul gepfiffen. Und ich check einfach gar nicht, wofür jetzt das Foul war, wenn ich da stehe und meine Arme oben hab. So wie MJ das gerade gemacht hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, wie wär's mit einem Score? Dankeschön. Oh, shit. Phoenix hat aufgeholt. 86-85. Jetzt wird's dann doch spannend. Hatte ich ja angekündigt. Auf jeden Fall Props an alle, die noch hier sind. Zum vierten Viertel natürlich, und da ist der klassische MJ. Okay, 12 haben wir gesagt, hat er noch. Dann haben wir jetzt nur noch 10 von dem GOAT, dem möglichen GOAT. Wir wissen es nicht, wir wissen nicht, wie die GOAT-Debatte ausgeht. Es wäre ein schöner Move gewesen, wenn er den reingemacht hätte, ging aber nicht rein. MJ, ja, wie könnte es anders sein? Da unten einfach am Low Post holt er sich den Ball, also ein bisschen außerhalb. Crossed hier, weiß ich gar nicht. Wurde gedoppelt. Hatten sie Glück, dass sie das noch rausgespielt haben. Und das müsste Paxson gewesen sein, ja. Das ist halt geil, ne? Damals war das echt interessant, wie Leute einfach so reine Shooter waren und einfach sonst nicht wirklich was konnten in der NBA. Das finde ich ganz spannend. Paxson will die Hand gar nicht nehmen. What the fuck? Also, was soll hier jetzt passiert sein? Ja, ein Offensiv-Foul kriegst du da nicht, Digga. Nachdem du in gar keiner Defense-Position warst. Also er stand ja nicht. Er ist ja rübergeslidet, hat sich dann umfallen lassen und will dann Offensiv-Foul. Das kriegst du meistens nicht. Ja. Einfach den besten Schützen des Teams draußen gelassen an der Dreierlinie, komplett frei. Easy money, würde ich sagen.
Ich habe gerade eine Spam-Mail auf mein Handy bekommen. Das sind immer so Dinger, so Betreff Hallo. Als ob ich dann aufmache und sage, oh cool, wer schreibt mir Hallo an meine private Mailadresse? Gibt es bestimmt viele Leute, die ihn betreffen. Aber das ist nicht mal die private, das ist die Firmenadresse. Gibt dann bestimmt ein paar Leute, die ihn betreff schreiben, so The Zone, die schreiben auf jeden Fall immer im Betreff Hallo. Jockels, Alter. So, ja, Chuck könnte mal wieder was reißen hier. Wäre jetzt an der Zeit, dass er das Game ein bisschen übernimmt. Wieder ein Foul. Also das erste Viertel läuft genauso wie das vierte Viertel, beziehungsweise umgekehrt. Das vierte Viertel läuft gerade genauso wie das erste. Man kommt überhaupt nicht in den richtigen Spielfluss. Die ganze Zeit ist Foul, die ganze Zeit ist irgendwie gestreitet mit dem Ref. Das ist ein bisschen Abfuck gerade. Oh, das fünfte Forrest Grant ist natürlich schlecht für die Bulls. Sie doppeln Chuck. Kevin Johnson ist da. Hat er gut gemacht. War ein wichtiger Jumper auf jeden Fall. Waren wichtige Punkte. 87-91 für die Bulls. Wieder gegen Dan Marley. Was könnte das andere sein? Na, wobei, diesmal war es sogar anders. Weil Chuck sah gerade aus, als hätten ihn die Monsters übernommen wie in Space Jam. By the way, what the hell? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Danny Ainge in Space Jam ist? Der ist der Typ, als Chuck übernommen wird von den Monsters, dass er der Typ, der Chuck anschreit und sagt, ey, geh wieder in die Defense. Krass. Okay, fällt mir jetzt erst ein. Ja, dann hätte ich mir eigentlich sein Gesicht merken können, aber als Kind wusste ich natürlich nicht, dass es Danny Ainge ist und der war für mich immer so gesichtslos, wenn ich an die Szene gedacht habe. Aber jetzt macht das Ganze Sinn, weil der sieht echt so aus und der hat die Statur. Schöner Drive hier von Pippen. War das jetzt ein Foul? Ich hätte gar keins. Also aus der Kameraperspektive sah es nicht aus wie ein Foul. Digga, Alter, Unterbrechungen ohne Ende, Freiwürfe ohne Ende. Genau, ich wollte gerade eigentlich ein neues Wort einführen. Ich weiß gar nicht, wie lange Pommes jetzt schon her ist. Wir brauchen jetzt aber irgendwas ganz anderes, damit keiner draufkommt. Wir nehmen mal Jersey. Also Jersey sowie Trikot. Wenn jemand noch am Start ist, auf jeden Fall Killer, wenn ihr Jersey kommentieren würdet. Weil dann weiß man einfach, wer guckt sich solche Videos oder wie viele Leute gucken sich solche Videos wirklich länger an und wer guckt 3 Minuten rein und sagt dann, boah, Digga, der nervt voll. Kann ich mir gar nicht geben, so eine Analyse. So, Pippen. Also Pippen gefällt mir sehr, sehr gut im Fastbreak. Ja, was könnte sein? Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Was könnte nur passieren? Oh, er hat doch keinen Bock. Oder er geht in den Low Post. Das sind immer die Dinger. Toll, jetzt sind wir genau an der gleichen Stelle wieder vorne, oder dass jeder mal den... Das war ein Foul. Wir waren jetzt genau an der gleichen Stelle wieder, nur dass jeder mal den Ball berührt hat. Das war vielleicht sogar beabsichtigt von Jordan. Vielleicht dachte er sich einfach, ja komm, Alter, ich gebe euch mal kurz den Ball. Könnt ihr euch kurz so fühlen, als wärt ihr Teil des Teams. So, war das jetzt ein Foul? Ich hätte gesagt, wieder, das war gute Defense. Also gerade werden die Suns ein bisschen übergangen von den Refs. Aus meiner sehr eingeschränkten Perspektive hier gerade, weil ich ja nicht 30 Camera Angles habe. Aber das finde ich gerade schon ein bisschen auffällig. So, 6 Punkte vor für die Bulls und noch 7 Minuten zu spielen. Chuck bekommt den Ball, wird erstmal nicht gedoppelt, wobei Cartwright da von oben schon gammelt, ja, und da ist er. Und jetzt muss den Tom Chambers aber machen. Okay, da machen sie ihn so, aber das ist halt nice, ne? Du wirst gedoppelt als Superstar, du passt den Ball raus auf einen anderen Spieler und der muss dann halt auch createn, weil ein Mann fehlt ja in der Defense für die. BJ mit dem Drive, nix da, aber na, fast der Offensiv-Rebound. Pippen ist nice im Rebounden und im Fastbreak.
Das war too easy. Das war echt too easy. Also das sah aus wie ein 1 gegen 0 Layup. Und da waren einfach drei Suns-Spieler. Das geht gar nicht. 6 Punkte vor für die Bulls. Noch ungefähr 6-7 Minuten zu spielen. Ball soll wieder auf Chuck. Achtet auf Cartwright, wie er gleich dahin kommt. Nice. Okay. Let's go, Charles Barkley. Der war nice. Viel schneller vorbei, als man gedacht hat. Hier ist nochmal der 1 gegen 0 Layup, der eigentlich 1 gegen 3 ist. Alles too easy. Das musst du härter verteidigen. Das musst du härter verteidigen. Gib dir das. Schau, wie schnell er ist. Bam. Und dann an allen vorbei. Und Pippen sogar noch leicht in die Fresse gestopft. Nice. Sehr, sehr nice. Also Barkley als Wahnsinnstyp einfach, weil er auch so krass undersized war für seine Position. Also überhaupt nicht die Größe für einen Power Forward der damaligen Generation. Aber einfach durch reine Athletik, durch Wille, durch Skill, durch Spielverständnis, ja, hat das geschafft, da lange mitzumischen unter den Besten. Jordans 50-Point-Playoff-Games gegen Boston, gegen Miami, das habe ich gesehen. Gegen Boston muss ich mir nochmal anschauen. Cleveland habe ich schon mal gesehen, New York habe ich schon mal gesehen und die anderen beiden Clevelands habe ich nicht gesehen. Aber das ist schon krass, dass er hier an den 50 Punkten, glaube ich, gerade kratzt und das in einem NBA-Finals-Game. Also das ist schon Wahnsinn. Damn it, Chuck. Wurde sogar gefoult bei dem Ding, aber Freiwurf nicht gemacht. Das geht gar nicht. 4 Punkte vor für die Bulls. MJ unten. Bekommt den Ball nicht. Dafür killt er Pippen wahrscheinlich in der Umkleide. Ja, geh lieber über Cartwright. Also das ist auch ein Spieler, so no offense, no hate, aber ich verstehe irgendwie ein bisschen, dass MJ einen Abfuck auf den hatte und ein Problem mit dem hatte, weil der sieht einfach aus wie der weichste Typ ever. Ich weiß nicht genau, warum ich oder wie ich darauf komme, aber der strahlt irgendwie sowas aus, wo ich mir denke, so boah, nee, mit dem wäre ich nicht gerne in einem Playoff Spiel. Und wie gesagt, kein Hey, der hat 3 Ringe, so Props an ihn. Und der hat es scheinbar 3 Jahre hinbekommen mit MJ oder noch länger. Aber ich verstehe, warum es da Differenzen gab. Komm MJ, nimm den Dreier gegen den Mann. Geil, geil. Und jetzt... Ah, Digi, der muss rein. Er hätte den Dreier nehmen sollen, Mann. Kennt er die Zeit von heute nicht? Wir nehmen nur Dreier. Kevin Johnson wacht auch mal kurz auf mit ein paar fancy Dribblings, macht dann aber nichts daraus. Rebounds. War ich zu spät dran gerade, habe ich nicht gesehen, wer wen out-reboundet, aber nicer Korb hier von Kevin Johnson. Ja, was wir heute noch gar nicht gemacht haben, ist overly excited, also übertrieben aufgeregter Kommentator und Hardcore Play-by-Play-Kommentator. Der Ball geht auf Jordan in den Low-Post, aber hier wird ein Foul gepfiffen. Ja, das war jetzt ein Fail, weil direkt ein Foul gepfiffen wurde. Aber manchmal macht es Bock, wenn man so voll intensiv Play-by-Play kommentiert. Hier nochmal der Drive von Kevin Johnson. Gut gemacht, aber halt viel zu unauffällig das ganze Game über, viel zu wenig gemacht. So, Armstrong dribbelt den Ball. Pippen. Sie suchen Jordan, sie suchen Jordan. Wo ist Jordan, wo ist Jordan? Es gibt auch so... Oh, das darf dir nicht passieren. Das darf dir nicht passieren, BJ Armstrong und Scottie Pippen. Jeder fängt mal den Ball nicht. Jeder passt mal den Ball irgendwie über den Mann aus Versehen. Aber in den NBA Finals, in einem knappen Game, darf das nicht passieren. Ihr seid nur vorne mit 4 und es sind noch 4,5 Minuten. Da kann noch alles passieren jetzt, Diggi. Geil. Nein! Ich dachte, das wäre ein Steal gewesen. Das sah sauber aus, wobei es wieder Cartwright war. Und der hat Kevin Johnson vorhin fast schon umgebracht beim Steal-Versuch. Jetzt gucken wir mal, was er diesmal macht. Das war clean. Das war clean, Digga. Das war clean. Ref, was hast du da gesehen, Alter? Viertes Foul für ihn und Mannschaftsfouls. Er sagt ihm gerade, ey, du weißt schon, dass wir die Bulls sind. Du weißt schon, dass wir Michael Jordan haben. Wir müssen hier den GOAT etablieren. Deshalb brauchen wir diesen Titel. Gib mal Titel.
Ja, 5 von 13 heute, 14 Punkte, nur 3 Assists. Was hat er denn die Serie über geaveraged? Gucke ich mal kurz nach. Serie über geaveraged hat der gute Mann 17-3, 6,5, 1,3. Jetzt nicht die wacksten Stats überhaupt, aber jetzt auch keine krassen Stats. Und vor allem ja, Feldwurfquote 42%, übelster Abfuck. So, MJ, macht er den? Digga, wieder and one. Also wie viele and ones hat der MJ heute? Bestimmt 5. Bestimmt war das gerade der 5. and one. Heftig. Und ey, wenn ich Dan Marley wäre, ich hätte ja null Bock mehr Basketball zu spielen. In jedem verdammten Play zerstört dich dieser MJ. Das tut weh, Mann. Das tut richtig weh. Und der Freiwurf ist auch noch drin. Damit führen die Bulls jetzt mit. Wer hat aufgepasst? Ich auf jeden Fall nicht. Ich brauche die Einblendung. Dankeschön. 100-94 und noch 3 Minuten 56 zu spielen. Was laufen die Suns eigentlich? Warum gehen nicht mehr Bälle auf Chuck? Das verstehe ich nicht. Also gut, sie doppeln Chuck natürlich, aber dann lass ihn aus dem Doppel was rausspielen. So, und MJ geht in die Zone, weil es ihm so Wayne ist. Und Pippen wurde aber gerupft. Aber das war wieder ein geiles Play von MJ. Weil er ist in die Zone, hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein bisschen Trash-Talk hier. Ich weiß nicht, das wäre auch mal interessant zu hören. Haut mir mal in die Kommentare, wie ihr allgemein so zu Trash-Talk steht. Vor allem, wenn ihr selber zockt. Also, ich bin auch ein Fan davon, wenn es passiert auf einem NBA-Parkett. Ich finde es total geil, wenn Spieler sich miteinander battlen, wenn sie miteinander reden. Sowas hier. Ich kann nicht genau ablesen, was er ihm sagt, aber die beiden reden auf jeden Fall. Egal, was das gerade war, so, das finde ich cool. Sowas feiere ich. Aber ich muss sagen, wenn ich mal einen Gegenspieler hatte, der meinte, er muss Trash-Talken, dann fand ich das eher immer wack. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Jungs dann nicht wirklich delivered haben oder dass die Jungs auch irgendwie Sachen gesagt haben, die waren jetzt auch nicht verletzend oder so, aber das war einfach so, Digga, das klingt voll lame, wenn du das sagst. So, ey, ich mache heute gegen dich 30 Punkte und dann macht er 7 oder so. Das ist halt wack. Ja, sagt mir mal, wie ihr das vielleicht bei euch selber in der Liga oder auf dem Freiplatz mitbekommt. Also bei mir zum Beispiel auf dem Freiplatz, finde ich, ist es auch oft so, geiler Wurf hier von Kevin Johnson übrigens, auf dem Freiplatz ist es, finde ich, oft so, dass du gegen Jungs spielst und da gibt es immer Leute, die haben verschiedene Skill-Level. Also du bist nie der Beste oder der Schlechteste, sondern es gibt einfach immer bessere, schlechtere und es gibt vor allem immer Leute, die mitspielen, die einfach wirklich schlecht sind. Und bei denen wäre es jetzt zum Beispiel auch total dumm oder wack, zu denen hinzugehen und zu sagen, ey, gegen dich mache ich heute 30 Punkte. So, ja, natürlich machst du die, weil du im Verein spielst und der Streetball zockt. Keine Ahnung, also persönlich habe ich irgendwie noch keine guten Erfahrungen mit Trash-Talk gemacht. Ich habe noch nie einen coolen Trash-Talker gegen einen gespielt oder hatte dann irgendwie Bock, gegen einen selber was zu sagen. Ich habe es einmal gemacht. Kevin Johnson ist wieder eingefallen, dass er Basketball spielen kann. Jetzt wird es auf jeden Fall nochmal eng für die Bulls. 4-Point-Game mit 2 Minuten 30. Also ich habe einmal in meinem Leben getrashtalkt, das weiß ich noch. Und das habe ich sogar angefangen, keine Ahnung wieso. Und ich habe irgendwie zu dem Typen gesagt, so, yo, Digga, du machst heute keinen Layup mehr. Und er ist voll drauf eingestiegen und hat gesagt, du machst keinen Layup mehr, ich zeig's dir. Und hat sich voll reingehasselt. Und letztendlich ist gar nichts passiert, weil wir haben uns nicht die ganze Zeit verteidigt und das war irgendwie, danach dachte ich mir so, nee, das ist nicht mein Game, so, das feiere ich nicht, ich krieg daraus nichts, mir macht es keinen Spaß, mit meinem Gegner die ganze Zeit zu labern, also so auf respektvoller Ebene schon, aber das Ganze drumherum, Trash Talk, war jetzt nie so mein Ding. So, MJ bekommt den Ball. Nutzt den Ref als Pick, das war geil, wird gedoppelt, muss den Ball abgeben, nee, es ist ein Foul und wieder gegen Danny Ainge und wieder Beulerei, wie Buddy Ogun sagen würde. Das ist halt auch geil, dass MJ nie im Leben Technical bekommen würde, niemals.
Schon Danny Ainge will das wahrscheinlich auch und sagt, ey, gib diesem Typen Technical, nur weil er Michael Jordan ist, darf er mir nicht so ins Gesicht springen. Jeder andere Spieler hätte ein technisches bekommen, aber Superstar-Status, Legenden-Status, MJ darf sowas. Bin ich jetzt auch aufs Replay gespannt. Und wie gesagt, so Danny Ainge ist einfach ein Typ, der lässt sich von niemand was sagen. Ah, MJ hat dann den Ellenbogen ausgefahren, auch wenn der ihn nicht wirklich getroffen hat. Und dann sagt MJ halt die Fresse. Und jetzt geht's ab. Also klar, weil Danny Ainge haut auch so viele dreckige Ellenbogen raus, dass MJ da sich natürlich jetzt nicht abfucken lässt und sagt, yo, nur weil ich jetzt einmal einen Ellenbogen auspacke, heißt es nicht, dass du nicht genauso schlimm bist. So, ich habe übrigens vergessen, bei wie vielen Punkten wir sind, deshalb keine Ahnung mehr. Wer runtergezählt hat, Props auf jeden Fall. 6 Punkte Unterschied, Ball geht auf Chuck, doppeln sie ihn oder doppeln sie ihn nicht? Nein, er geht alleine und er macht ihn auch. Und das war doch, also sah für mich diesmal aus wie ein Foul, war aber scheinbar keins. 104 zu 100, nice. 2 Minuten noch, auf jeden Fall spannend. Jetzt doppeln sie Jordan. Marley bleibt auch super nah an ihm. Gutes Deny, aber Jordan schlägt ihn halt wieder und das ist wieder ein Foul, oder? Nee, haben sie nicht gepfiffen, aber okay. Also das Ding ist, selbst wenn Marley gute Defense spielt, dann hast du trotzdem immer das Deny von Jordan, dann hast du trotzdem immer die Skills von Jordan, dass er ihm einfach krass überlegen ist. Ich feiere es auch, dass jetzt relativ wenig gepfiffen wird. Mikrospur läuft auf jeden Fall noch. Das ist immer schön zu sehen. Boah, schwierig. Hat Chuck gerade einen Dreier genommen? Der hat schon 2, 3 Dreier genommen, die aber alle nicht rein sind. Goaltending, oder? Das muss Goaltending sein, ja. Also aus dem Winkel sah es jetzt gar nicht so extrem aus, aber aus dem anderen Winkel sah es halt heftig aus. So, BJ Armstrong hat den Ball gegen Kevin Johnson. Defense auf jeden Fall jetzt auf der Höhe der Intensität. So, MJ sucht seinen Spotter, den er immer haben will, wird sofort gedoppelt, getrippelt, trifft auch den Wurf nicht. Also wenn die Suns das jetzt schlau spielen, dann haben sie hier echt eine Chance. Ja, nice, nice. So musst du es machen. Was haben wir jetzt? 104 zu 106 oder 102 zu 106? Ich glaube sogar 104 zu 106. Alter, die haben alle die gleichen Schuhe an. What the fuck? Ja, das war gar nichts. Und das war ein geiler Cut von Barkley. Schön gewartet und dann ganz easy money. Ja, Mann. 106, 104, eine Minute. Also geiler geht's eigentlich nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier, das legendäre Spiel, endet. Ich habe, wie gesagt, die Übersicht verloren, wie viele Punkte MJ jetzt eigentlich gescored hat. Ich schätze, er ist irgendwo bei über 50, 51, 52, sowas. Freiwürfe heute 57% nur für Chicago. Das ist natürlich Absturz hoch 1000. Defense fängt wieder im Rückfeld an, aber nicht wirklich intensiv. Pippen. Ja, jetzt suchen sie MJ. Also jetzt gibt es auch niemanden anderen, der scored außer MJ. Das wissen die Suns auch. Und ja, kassieren den Turnover dann auch direkt die Bulls. Das ist ein geiler Pass. Der könnte gehen. Aber schnelle, gute Hände von Pippen. War das jetzt ein Foul oder pfeift er nur eine Deflection? Das müsste sauber gewesen sein. Also sah für mich nicht nach einem Foul aus. Siehst du, er fängt den Ball und er guckt erstmal. Das ist so wichtig. Ja, das sah für mich 100% clean aus. Ich hoffe, sie haben es auch so gepfiffen, weil das ist einfach clean. Ja, perfekter Strip. Einfach rausgeschlagen. Das ist halt Pippen, ne? Bester Verteidiger der 90er auf dem Perimeter. Ich weiß nicht, ob du argumentieren kannst für Hakeem.
dass er overall der beste Verteidiger war. Ich würde als besten Verteidiger eher immer einen Spieler nehmen, der auch wirklich am Perimeter gut verteidigen kann. Und das kann Hakeem, so krass er auch war, meiner Meinung nach nicht, dass er jetzt wirklich einen Guard verteidigt. Und Pippen kann das halt. Und deswegen gehe ich da mit Pippen. Ball geht raus auf Danny Ainge. Sie suchen Charles Barkley. Gut verteidigt hier von Pippen. Richtig gut verteidigt. Richtig gut verteidigt. So, der Ball. Oh nein! What the fuck? Ich wollte gerade sagen, der Ball muss halt jetzt auf Chuck. Damn, war das schlecht. So, und ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß einfach, was jetzt kommt. Ja. Da ist er. Und damit ist das Spiel gelaufen. Denn, ja, and one, Foul gepfiffen. Das war das Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, dass Charles Barkley nach Hause gegangen ist zu seiner Tochter und irgendwie voll down war oder so. Und dann meinte seine Tochter, warum habt ihr nicht gewonnen oder was ist los mit dir? Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, bis heute dachte ich, ich bin der beste Basketballspieler der Welt. Aber seit heute denke ich, es ist Michael Jordan und ich bin nur der Zweitbeste oder so. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich hoffe, ich habe das Zitat jetzt nicht zu sehr gebutschert. Freiwurf ist auch drin. Ja, und damit ist es gelaufen. War es jetzt letztendlich ein Foul? Darüber wird ja oft gestritten, debattiert. War das jetzt ein Foul? Musste das ein And-One sein? Und ich will es jetzt nochmal sehen. Ich will es mir jetzt mal genau im Detail angucken. So, das war erstmal... Okay, Kevin Johnson, Totalausfall. Das war 1000% dein Fehler. So, und jetzt hier nutzt er praktisch, dass Danny Ainge da zu Help kommt. Und jetzt... Also es muss... Ich weiß nicht. Ich hätte, glaube ich, gar nichts gepfiffen. Also ich finde nicht, dass Chuck sich in ihn reinbewegt. Ich hätte, glaube ich, gar nichts gepfiffen. So, 109 zu 104 für die Bulls. Hier sehen wir es jetzt nochmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, okay, er geht ein bisschen nach vorne in ihn rein. Ich würde es in den Finals, glaube ich, nicht pfeifen. Ich glaube, ich würde es nicht pfeifen. Aber man kann sagen, er geht nach vorne in ihn rein und steht noch nicht. Ja. Er bewegt sich eigentlich sogar noch, als der Kontakt fällt oder kommt. Und ja, man sieht hier auch, er weiß, okay, jetzt habe ich das Spiel verloren. Schade, Charles Barkley. Echt schade. Ich hätte dir einen Ring gegönnt, Mann. Du warst einer der ganz Großen. Und ich finde es so ultra lame, dass Shaq heute bei TNT in jedem Gespräch sagt, wo ist dein Ring? Ja, wo ist dein Ring? So, shut the fuck up, bitte, Alter. Aber gut, wir haben noch eine Possession mindestens für die Suns. Mal gucken. Da fliegt ein Zeppelin rein. What the fuck? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Okay, vielleicht kann mir das einer erklären. Ja, die Spieler schauen auch nach oben. Was ging denn hier bitte gerade ab? Warum ist da ein Zeppelin übers Feld geflogen? Bisher kein Replay. Aber es gab wohl einen Foul. Dan Marley darf zweimal werfen. Jetzt müsste er eigentlich den ersten machen und den zweiten mit Absicht verwerfen. Okay, geht schon mal nicht auf. Alter, was hat der Typ für Arme, Mann? Was hat der für Adern? Ich glaube, den wollte er verwerfen und es hat nicht geklappt, verdammt. So, jetzt wird wahrscheinlich gefoult. Jupp. 7 Sekunden noch auf der Uhr. Yo.
Das war's ziemlich, meine Freunde. Also ich mache jetzt schon mal ein bisschen Abmoderation, weil hier wird jetzt nichts mehr passieren. Die Bulls gewinnen das ganze Ding. Ich muss sagen, Fazit auf jeden Fall, MJ heute wesentlich aktiver, lauter und mehr aus einer Isolation rausgescored als jetzt in der Playoff-Serie gegen Miami, die ich gesehen habe von 92. Hier sehen wir es nochmal, wie er ihn verwerfen will, und es hat dann nicht geklappt. Blöd, passiert, ist auch Kyrie Irving letztes Jahr passiert, kann man nichts machen. Ja, MJ, wie gesagt, sehr, sehr aggressiv, sehr viele Isolations, immer vom selben Spot. Was ich sehr geil fand, war, dass wir die verschiedenen Verteidiger gegen ihn gesehen haben, wo man genau gesehen hat, dass er drei unterschiedliche Verteidigertypen wirklich dreimal hintereinander überlistet hat mit seinem Game. Sehr, sehr geil. Gegen den Langsamen ist er in die Zone gezogen, hat per Foul abgeschlossen, per Layup. Bei Kevin Johnson hat er einfach immer den Turnaround-Jumper genommen. Und bei Dumas war es, glaube ich, hat er sich über seine Schulter gedreht. Ja, das ist gar nichts mehr. Und damit ist das Game vorbei. Und die Bulls führen mit, wenn ich richtig weiß, 3-2. Und damit führen sie 3-2, war also ein wichtiges, wichtiges Spiel. Und es war sogar zu Hause bei den Suns. Ah nee, sorry, es war bei den Bulls. Okay, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber es war zu Hause bei den Bulls. Und ja, mies, richtig mies für Charles Barkley. Also tut mir krass leid für ihn. Ich hätte ihm so einen Ring gegönnt. Und ja, ich mache es jetzt hier aus, weil ich das Interview eh nicht hören kann. Ich hänge es euch noch dran. Und Jungs, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace. Our chance to win, but we knew we didn't play extremely well. We knew we could play better basketball. Today we still had some lapses in the 48-minute game, but you know we struggled down the stretch, but we did what we had to do to win ball game. When I talked to you this afternoon, I have never seen you more determined than you were before this game tonight. Well, I was very disappointed with the way I played last game. You know, I had a lot of chances to win the ball game, and I didn't really converge on it. So I wanted to, you know, do my part this game and hopefully give ourselves a chance to win the game. Did you worry at any time that maybe the other guys weren't getting involved in the offense? Yeah, that was a little nervous, you know, at the beginning of the game because I was getting some easy shots, I was getting some penetration, some layups, and I didn't know how the guys were going to stay within the game. But I think they did a good job. I think we did a good job of keeping them involved. One of the things, it looked like one of your strategies was to get to the hoop more. Well, we didn't get many fouls last game, and I said, you know, I'm going to get some fouls. If I don't get fouls, I'm going to get some easy layups. So I had to go to the hole. All right, congratulations to you, and we'll see you on Friday. All right. All right, thanks, Michael. Back to you, Marv.